So wie Oprah, ja. Genau. Ein Auto für dich, ein Auto für dich und ein Volkswagen für dich. Hi, Wolfgang Los Cabinos. Oh, sind wir wieder im Radio oder was? Warum es klingt denn so gut? So, ne? Es klingt und es sieht auch fast so aus. Wir haben sogar beide sowas wie einen Pop. Ja, es sieht fast so aus. An dieser Stelle könnte man eigentlich mal ein Foto machen und das einblenden. Popschutz oder wie andere sagen, mein Tinder-Profil. Mhm. Hallo, ich hier aus dem Schnitt. Hi, na, der Ton zackt ein bisschen. Tut mir leid, es wird noch besser. Wir sitzen dran und das wird ganz, ganz tolli. Habt Verständnis, ich hoffe, es ist erträglich. Das nächste Mal wird wieder astreiner Ton. Sehr schön, Timo. Die Punchlines kommen hier schon wieder richtig gut. So, warte. Schön verkrampft ein Selfie, geguckt. Ein Selfie gemacht für Instagram, für Twitter, für OnlyFans. Ach komm, so schlecht sieht das doch gar nicht aus. Ne, gar nicht. Sag doch, das ist doch toll. Neue deutsche Welle, würde ich sagen, was wir hier produzieren. MTR Thüringen. Mhm. Mit Tino Robin aus Thüringen. Ja. MTR Thüringen. Schön. Unser neuer Radiosender. Mit der besten Musik von heute und von den nächsten 10 Jahren. Ja. Ich merke gerade, dass es ein bisschen komisch ist, hier zu sitzen und dich anzugucken. Das liegt nicht daran, dass ich so verkrampft zur Seite gucke, sondern an deinem Gesicht. Ja. Wir sind Brennpunkt Internet und wir sind hochprofessionell. Aber hochprofessionell. Und ich werde diese Woche ein bisschen abranten. Ich weiß nicht, wie das bei dir so ist. Abranten, eigentlich ein bisschen. Ich bin ein bisschen traurig. Es gibt eine Meldung, die mich richtig runtergezogen hat. Mhm. Ansonsten ist es alles sehr neutral irgendwie. Okay. Für mich. Na gut, und wir müssen auch aus der letzten Woche nur 1-2 Sachen nachtragen, meiner Meinung nach, weil da waren so Sachen dabei, die wir einfach nicht bedacht haben oder nicht besprechen konnten, weil es passiert ist oder Großthema war, nachdem wir aufgenommen haben. Wir mussten ja dieses Mal oder das letzte Mal wieder ein bisschen früher aufnehmen. Und die Woche war ja auch vollgestopft, letzte Woche. Ich hatte auch einiges, was wir nicht erzählen konnten. Genau. So, und eine der großen, großen Sachen, ja? Rick Astley. Kennst du? Ist der tot? Na klar. Nee, ist nicht gestorben. Wer kennt den nicht? Der hat einen Reddit-Post gemacht. Einen eigenen? Einen eigenen. Der hat so AMA? Völlig random. Nee, eben nicht. Er hat halt nicht groß angekündigt, hier, ich mache jetzt was oder so. Und er ist ja das Meme im Internet. Ja, und ja. Wir, Brennpunkt Internet, ein saftiges Aloha übrigens. Wir reden ja. Aus wir reden. Sicht. Wir reden. Ja, fertig. So, ich gucke jetzt hier mal bei Reddit All und dann nach Top sortiert. Ob das mittlerweile der... Nee, es ist nicht der höchste. Ich finde es jetzt gar nicht krass. Wo ist er denn hin? Aber ob der ausgesorgt hat mit den beiden Songs, die er da groß hat? Ich denke schon. Der kriegt ja dadurch auch immer wieder Aufträge. Ja, und Tandem vor allem auch. GEMA und so. Ja. Ich finde jetzt diesen Post gar nicht, aber... Er hat einfach nur einen Post gemacht und hat gesagt, hier, ich habe während des Lockdowns habe ich alte Fotos gefunden. Und halt völlig random, er hat nicht gesagt, ich bin Rick Astley oder sowas, sondern einfach nur so ein random Ihr Foto. Ihr wisst, wer ich bin. Genau. Also das Profil heißt dann auch really Rick Astley oder so, aber das sieht man ja im ersten Moment nicht, wenn da ein Post ist. Und da ist so durch die Decke gegangen. Es ist einfach nur ein Bild von ihm als Teenager, wie er ganz cool dasteht. Und ich sehe aus wie Rick Astley, unfassbar. Ja. Und das Internet ist durchgedreht, Alter. Rick Astley ist ein Redditor. Das wollte ich nur noch erwähnen, weil das ist letzte Woche passiert. Genau wie am Wochenende, als wir das aufgenommen haben, passiert ist, dass es den einen großen Ausbruch hatten wir, glaube ich, besprochen, oder? Ausbruch? 10 Years? Ich hatte es angesprochen, glaube ich, aber es ist noch krasser geworden. Inzwischen sind es 1300 Infizierte, die getestet sind. Womit sie, habe ich mir aufgeschrieben, liegen sie zwischen Ägypten und Großbritannien. Die machen ja die ganze Geografie kaputt, Mann. Ist echt so. Sind die dumm? Also Ägypten hat 1500 Neuansteckungen und Großbritannien 1200. Und Tönnies liegt dazwischen. Ein fucking deutsches Dorf, Kleinstadt, Stadt, Großstadt, Alter, keine kaum Ahnung. Ist Corona, verschieben sich die Kontinente. Das ist ja unglaublich. Und außerdem gab es aber noch Göttingen, richtig? Ich darf es nicht verwechseln, das wäre eigentlich auch scheiße. Es gab noch irgendwo anders in einem anderen unbedeutenden Ort eine Ansteckungswelle. Göttingen und Gärenden. Gangloff, Sömmern, keine Ahnung. Garnendorf. Ja, Garnendorf. Ja. Und da gab es einen Lockdown für so einen Gebäudekomplex und das waren echt krasse Bilder. Das war wirklich wie bei The Raid oder so, so ein richtig abgeriegeltes Gebäude halt.
Das habt ihr jetzt davon, ja, für den ganzen Lockerungen und so. Und alle dürfen wieder arbeiten in der Fleischfabrik und so. So ist das. Und da schreiben wieder viele auf Twitter, ja, mit einer veganen Ernährung würde das nicht passieren. Bitte was? Ja, mit. Ach so, nee, also das war, glaube ich, unabhängig davon. Ja, aber trotzdem, Tönnies, ja, das war ja, ja. Ist eine Fleischfabrik dort. Und dadurch kam ja die riesige Ansteckungswelle. Und Corona wäre auch gar nicht entstanden, sagt man, weil es ist ja aus diesem China-Markt da mit einer Fledermaus-Suppenseuche entstanden. Ja, und über irgendwelche Hunde oder, ich weiß es nicht mehr genau, aber irgendein anderes Tier auch noch da verbreitet, keine Ahnung. Weil da auch die Hygiene nicht so gegeben ist auf diesem Ranzmarkt. Und unsere ganz tolle Gesundheitsministerin Julia Klöckner möchte jetzt auch das Fleisch teurer machen. Sie will unser Fleisch teurer machen. Oh. Es nennt sich nämlich jetzt eine Tierwohlabgabe. Okay. Dass jetzt die Tiere besser behandelt werden. Das ist vielleicht, doch schon was. Vielleicht kriegen wir jetzt Besuch. Unser Redakteur kommt jetzt eventuell hier ins Studio und stolpert vielleicht nicht übers Glas. Wie heißt das? Kabel. Hallo. Hi. Fleisch wird teurer. Dein Kommentar. Uff. Oh gut. Kann ich mehr Geld ausgeben für Fleisch? Das, was ich sagen wollte, das war halt nicht mit dieser Tönnies-Fabrik, sondern was anderes. In dem anderen Ort mit G, der mir völlig am Arsch vorbeigeht. Gotha. Nee. Göringen. Göringen. Was Göringen? Das war doch ein Nazi. Ja, stimmt. Antenne Göringen. Nein, egal. Da gab es einen Gebäudekomplex, der umzäunt war. Und dann hat die Polizei aufgepasst, dass da keiner rausgeht, weil die Ansteckung ist. Buchenwald, oder? Gott, Alter, Tino. Ich weiß es nicht, was du meinst. Das waren übelst harte Bilder und du hast es nicht gesehen. Klang wie so ein KZ irgendwie. Ja. Weiß ich nicht. Ich habe es nicht mitbekommen. Ich war letzte Woche so im Rausch. Ich war nur unterwegs. Ja, es war halt Ende vorletzter Woche quasi, am Samstag oder so ist es, glaube ich, gewesen. Da habe ich geschlafen. Egal. Es ist ein Gebäudekomplex mit 700 Leuten und irgendwie 130 oder so wurden positiv getestet und deswegen durfte keiner da raus. Ja. So, und die Polizei steht davor, alle eingezäunt und die Nachbarn kommen vorbei und bringen Essen durch den Zaun durch und die drinnen, die fangen plötzlich an mit Sachen zu werfen auf die Polizei und so. Das sind übelst apokalyptische Bilder gewesen. Wie Zootiere, so die mit ihren Fäkalien werfen. Krass, ey. Ja. Genau so. Wir wünschen den Leuten dort beste Genesung und dass sie bald wieder raus dürfen in 2 Wochen. Dann ist ja Corona vorbei. Also dann ist ja hier. Ist vorbei. Also für alle und aber auch die Genesung ist auch dann nach. Wir sind jetzt wieder im Radio, wir dürfen nicht hier so flachsig über Corona reden. Hier. Ach stimmt, ja. In 2 Wochen ist Corona nicht vorbei. Es sind 2,5 ungefähr. Bei MTR Thüringen. Ja. Und dann gab es übrigens noch so einen anderen Fleischhof, den ich nicht kenne. Wie hieß das? Wiesenhof? Boah, das kennt man doch, Wiesenhof. Ist Fleisch, ja. Die machen da noch, ist auch die Corona machen Fleisch. Ausgebrochen. Man kommt gar nicht mehr hinterher, ne? Aber nicht mehr lange. Ich dachte, es gibt irgendeinen Fleischriesen, der möchte umsteigen auf vegane Produkte langfristig. Ich glaube, das war Wiesenhof. Ja? Also, ja, kann sein, weiß ich nicht. Also, ich glaube, das ist heute eben echt zu Viertelwissen, aber langsam dieses Corona-Ding, ey, ich komme nicht mehr hinterher. Ja, es ist. Und es ist so viel Internet-Blabla diese Woche passiert. Aber Corona ist doch irgendwie so irgendwie in den Hintergrund gerückt. Also, es fühlt sich für mich sehr. Also so eine Nebenquest inzwischen noch an, wie bei GZSZ, weißt du, wo du eine Hauptstory hast, das war jetzt lange Zeit Corona und jetzt flacht Corona gerade so ein bisschen ab und jetzt kommt Joe Gerner wieder irgendwie und hat einen neuen Fall. Ja, den gibt's noch. Oh, das ist ein Urgestein, ne? Ja, aber letztens ist Anna gestorben von denen in der Serie, der Alex, der ist vom Bus überfahren worden. Nein. Ganz, ganz traurig. Der Alex, war es der Alex, den ich noch nie gesehen habe? Genau, der. Ja. Geil. Voll sad, also gute Serie, ich schaue es viel zu selten. Ich hatte mal eine Freundin, mit der ich das mal geguckt habe, aber das, seitdem bin ich da nicht mehr so drin. Aber Gerner ist natürlich großartig. Leg dich nie mit Joe Gerner an. Okay. Das war das, was ich daraus gelernt habe. Joe Gerner ist auch so ein bisschen der Bullen des GZSZ, oder? Nee, würde ich nicht sagen. Er ist. Na, dass der immer da ist, ohne den läuft's nicht. Ach so, aus dem Punkt ja. Aber er ist eher so, er ist halt, ohne ihn läuft's halt nicht dort. Er ist halt das Urgestein, wie du schon gesagt hast. Er spielt die böse Rolle. Ach, er böse ist der. Ja, der ist böse. Obwohl es gibt, also im Wrestling gibt es immer so Face und Heels. Ja, also die Guten und die Bösen. Gott. Wenn ein Guter böse wird, heißt das nennt man das ein Heel-Turn oder ein Face-Turn, wenn die quasi von böse zu gut werden. Und er hat viele Turns hinter sich, gerne. Okay. Und er ist inzwischen auch so eine Art Tweener, das heißt, er ist dazwischendrin. Er ist den einen übelst böse und so den anderen voll nett. Also er ist so ein Zwischending geworden, Joe Gerner. Das klingt so spannend, ich muss das ganz unbedingt sehen, Tino. Ja, spannender als Marienhof.
Also Wiesenhof wurde irgendwie jeder zweite positiv getestet. Scheiße. Also Fleisch ist irgendwie nicht so die beste Industrie. Da fragt man sich Ach doch, du alter Militant, ja. da fragt man sich doch, auch außerhalb von Corona, sollte doch die Hygiene in solchen Schlachthöfen und so sehr hoch sein. Was ist da denn los? Das artet doch immer in der Gewohnheit aus. Das kennt man doch von sich selbst auch. Erst ist man übelst streng, oh Gott, und so. Und wenn du aber schon seit 20, 30 Jahren in so einem Betrieb arbeitest und noch nichts passiert ist, wirst du immer flachsiger und gehst dann auch kacken, ohne Hände zu waschen und gehst dann wieder zum Fleischermesser. Ich glaube, das ist die Routine. Lecker, Tino, lecker. Ich esse es nicht, aber ihr da draußen esst Fleisch. Und ihr müsst euch überlegen, wollt ihr den salzigen, bitteren, nee, wie sagt man das denn? Den leicht salzigen Geruch eures Fleischers in eurem Essen haben? Von seinem Anus? In eurer Wurst? Du schaffst es immer wieder so richtig schön fruchtig um Mandel zu sprechen. Danke. Tino, ich merke gerade, dass es echt früh für mich ist. Ich muss, glaube ich, erstmal hier so ein Ich bin bisschen. zu aufgedreht, also ich bin irgendwie, Nee, ist voll gut. weil ich so müde bin Das ist und deine irgendwie Zeit. überhaupt nicht. Ich hasse es. Ich habe gestern gedreht bis um 11 und bin heute aufgestanden. Es ist jetzt, wir treffen uns heute, um das ganz transparent zu machen. Um 11 haben wir uns getroffen. Ja. Es ist jetzt 10 nach halb 12 und ich bin um 9 aufgestanden. Ekelhaft, Tino. Ich habe 9 Stunden geschlafen. Das ist viel zu wenig für mich. 9 Stunden? Ich habe, glaube ich, 6 oder so gepennt. Ich war echt noch bis um 4 wach. Ekelhaft. Bist du Ekelhaft. eklig? Naja, aber was auch ekelhaft ist, ist Leute anzeigen. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag zu letzter Woche. Das stimmt, ne? Wer zuhört, anzeigen ist scheiße. Und irgendwo rauswerfen und so. Und Hausverbot bekommen. War das so? Hatte ich das richtig in Erinnerung? Ich weiß nicht, was du meinst. Okay. Ich bin noch nie irgendwo rausgeflogen. Also Nachtrag zu letzter Woche, Tanzverbot wurde ja irgendwie von Ape Crime angezeigt. Stimmt, ja. Was auch immer, bla bla. Und jetzt hat sich der André Schiebler wieder gemeldet und hat gesagt, ey, Der André Schiebler, den ich nicht ja, kenne. genau. Und na, einer von diesen Ape Crimes hier, der größte. Also körperlich der Ja. größte, okay. Der Bad Boy, der sich jetzt abgewandt hat von den anderen zweien. Ist das der mit den schwarzen Haaren und dem gelben Streifen im Haar? Ich habe keine Ahnung. Was? Einer von denen hat auch so einen gelben Streifen immer im Haar gehabt. Ja? So gefärbt. Nee. Oder war das Das war bestimmt bei Titi oder was du Apple War? jetzt. Weil echt, ohne Apple Scheiß, War, ja, ich kann die drei nicht stimmt, auseinanderhalten. ja. Es ist auch kein Spaß und kein Getue. Ich kann Apple War, Ape Crime und die du gerade genannt hast, nicht unterscheiden. Ja, YTT. White Hitty. Kann ich nicht Nee, das unterscheiden. ist tatsächlich Apple War, was du sagst. Das sind alles irgendwelche YouTuber, die halt nicht so cool sind wie Nosdarafa TV, ist ja auch egal. Keine Frage. Und der hat jetzt gesagt, Schengis, den kennst du doch, Schengis. Genghis Khan, ja klar. Er hat gesagt, lüg nicht, wir haben das damals zusammen entschieden, dass wir den anzeigen. So. Lügen sagt man nicht. Also jetzt steht doch wieder im Raum, die haben das wirklich selbst gemacht und nicht irgendein Fan. Und das wollte ich nur kurz nachtragen, weil ich es letzte. Oh. Eigentlich ist mir scheißegal, verklagt euch doch aus dem Leben, ihr seid alle dumm. Das ist aber, da fällt die Glaubwürdigkeit aber ganz tief. Ja. Schön für Solmecke, der hat wieder viel Arbeit, aber. Ja. Ist ein schönes Drama Eieiei. wieder, aber naja, mich interessiert es nicht, ey. Meine Anekdote zu Ape Crime ist immer, dass wir beim Filmen. Warst du da mal dabei? Haben wir mal geape-crimed? Nee, mit mir nicht, nee. Mit dir haben wir noch nicht Mit mir nicht geape-crimed. geape-crimed. Also Sei froh. ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Also Was ist Ape-Crime das? ist das, was ihr im Theater andauernd macht, nämlich Uns Proben. ausziehen. Ach so. Uns Ja. ausziehen. Ja. Nee, Ape-Crime, es kommt daher, die haben mal so ein Video gemacht, wie sie auf dem Boot, also die haben da damals in irgendeinem Dorf noch gewohnt und haben immer im Wald irgendwie World of Warcraft in Real Life oder sowas in die Richtung gefilmt. Ja. Und dann haben sie außerdem versucht, auf ein Boot zu springen als Captain Jack Sparrow oder so oder als Pirat. Ja. Was unter einer Brücke durchfährt. Also alles übelst niedrig. Man muss halt 1 Meter runterspringen und ist auf dem Boot. So. Okay. Und diese Tat, ja, dieses übelst krasse Event, haben sie halt geprobt. Das gibt es heute leider nicht mehr zu sehen, das Video. Die Outtakes dazu, da hat man das gesehen. Und wir haben uns damals so richtig drüber lustig gemacht, wie, also wir halt, ne, sind losgezogen, haben halt Scheiße gebaut. Ja. Und die so, oh, fuck, Alter. Und dann kommt das Boot so, und dann stehe ich jetzt hier so, und dann springe ich hier so drauf, und du bist jetzt mal der Kapitän, okay? Und jetzt, oh, fuck, Alter, was mache ich jetzt? So, richtig, richtig schlecht. Und deswegen haben wir dann immer gesagt, das muss man bei Ape Crime, also wenn wir so eine Handvoll Mal
mussten wir auch mal was proben und haben wir gesagt, oh komm, das beißen wir jetzt in den sauren Apfel und müssen das mal ape-crimen. Macht ja auch manchmal Sinn, das zu proben. Naja, ist schon wack. Ja, also für so, was ihr so macht, also Nosferatu ist es vielleicht nicht so sinnvoll, ja, das ist halt vielleicht witziger, es nicht zu proben, Ja. aber wenn, was, wie, welche Ape-Crime waren das? Nee, Ape-Crimen, oder? Ape-Crime, genau. Ja. Wenn die einen anderen Anspruch haben, dann sollen sie halt auf ein Boot springen und das halt 10-mal üben, bevor sie ins Wasser fallen. Ja. Also ich kann es nachvollziehen, Ich hier das zu krieg ja proben. gerade eine witzige Nachricht rein. Bestes Abi-Motto gefunden. Abi hu Akbar, 12 Jahre Bombenstimmung. Ja, Ist ist nix. okay. Ja. Ist so eine 7. Ich war damals für Abiturensohn. Ja. Hat auch eine große, also einen großen Anklang gefunden, aber leider keine Mehrheit. Abiturensohn fände ich richtig gut. Wir hatten, glaube ich, also mein Vorschlag war so zwei fickenden Schildkröten Aha. und dann drüber irgendwie 12 Jahre bis zum Höhepunkt. Geht. Wurde abgelehnt. Wir Schweine. hatten dann irgendwie 12 Jahre im falschen Film. Klappe die letzte. Okay. Ja, ist schon schlecht. Wir waren Abi Therapie, genau. Abi-Therapie. Nee, Therapie. Wir fliehen aus Ah. der Anstalt. Richtig dumm, Oh Alter. Mann, ey. Ist richtig finster. Unsere Vorgänger hatten damals irgendwie was mit Hartz IV, so Hartz IV willkommen, keine Ahnung, das fand ich Okay. auch so mittelmäßig. Benjamin Buttheim gab's noch. Buttime. Ja, nämlich Herr Newstime hat sich einen Bart abrasiert. Die News der Woche. Der sieht Oh. jetzt wieder aus wie 5. Also, Süß. Jolli ist jetzt wieder spitz. Ja, oh, geil. Ja. Naja, gut. Mrs. Velor kennst du, oder? Vom Namen, ja. Scheiße. Die redet wieder Drachenlord, weil die aus diesem komischen Dunkeldeutschland da unten kommt. Also so bayerisch, so Ja, urmenschmäßig. ekelhaft, Ja. ja. Könnte man eigentlich auch mal eine Grenze ziehen, oder? Haben Eine die auch Mauer vor. Es gibt drumherum. ja eine Bayern-Partei, die wollen ja austreten aus Deutschland. Ja. Fände ich nicht verkehrt. Boah, ich krieg meine Augen kaum auf. Was ist denn hier los? Bist du müde, Schatz? Dabei würden gerade sehr viele Leute gerne die Augen aufmachen. Mrs. Velock hat nämlich jetzt einen OnlyFans-Account. Das höre ich in den letzten Tagen so oft, OnlyFans. Ja. Ist das nur sexuell oder ist das Na, so. irgendwie nicht zwangsläufig. Und man kann sich auch selber entscheiden, ob man da quasi nur lasziv posiert oder ob man da wirklich die Beine spreizt, sag ich mal. Aber könntest auch du von Patreon zu OnlyFans umsteigen, dann nur lustige Sachen machen. Könnte ich Ohne Nippel, ohne wahrscheinlich, ja. Pimmel. Das wurde auch hier vermutet, dass sie das aus Trollgründen gemacht hat, aber scheinbar doch nicht. Und hierbei berufe ich mich ausschließlich auf die Recherche von Herrn Newstime. Deswegen habe ich den jetzt nochmal erwähnt. Guter Mann, der hat sich für uns, ja, in Ich die habe Geld Bresche. bezahlt dafür, aber Ja. nur aus Recherchezwecken. Er hat sich in die Bresche geworfen, für uns, Danke, Herr Newstime. um zu recherchieren. Also wirklich, die Opfer, die hier gebracht werden. Um wirklich von vorderster Front berichten zu können. Danke dafür, Thomas Hackner. So Ja, heißt keine er. Ahnung. Das Internet dreht durch, mir ist es scheißegal, Alter. Ich raff das immer nicht. Klar, die Leute sagen immer, Twitch und so, diese Bubi-Streamer, es funktioniert halt, weil du irgendwie persönlichen Bezug hast. Zu Aber den ich denke mir, Bubis, ja. es gibt halt so viel kostenlosen Pornscheiß überall, ey. Ja, aber es ist doch was Besonderes, wenn die Person prominent ist und nicht alle sie nackt sehen können und du dann OnlyFans hast. Aber das geht doch gar nicht auf, weil irgendein Trottel von den 1000 Abonnenten auf OnlyFans wird doch das irgendwo hochladen. Das finde ich ist halt auch so ein Punkt, den ich irgendwie nicht ganz nachempfinden kann. Aber vielleicht bin ich da auch einfach strange. Mir ist es halt, also für mich macht es das nicht besonders, ob da, also wenn sie jetzt einen OnlyFans hätte, der irgendwie 5000 Euro für einen Beitritt kostet, ja, dass da irgendwie nur 5 Leute sich das angucken. Das So, reicht doch. ja, aber das macht ihre Bilder oder ihren Körper oder was auch immer nicht besser, als wenn das 5 Millionen Leute sehen. Nee, das nicht. Weiß ich nicht. Ich meine, ich finde ja Vielleicht jetzt, schon. also Pornodarsteller sind ja auch nicht hässlicher, weil viele Leute die sehen, oder? Naja, also ich bin jetzt kein Fan dieser typischen PornodarstellerInnen Ja, so. das Ich auch. finde beides Oh, immer so. Weil ich PornodarstellerInnen, gerade beide geh einschließen rein, wollte. Ich finde Alter. jetzt sowohl die Pornomänner als auch die Pornofrauen nicht anziehend. Da hatten wir off Mikrofon, hatten wir da eine Ich Diskussion, glaube weiß. ich, drüber. Sagt doch einfach PornodarstellerInnen, wenn ihr beides Porno, meint. Pornodarstellende. Oder so. Ach, komm. Naja, aber es ist doch so, dass wenn es von der Miss Vlog, wenn es halt diese Bilder nur dort gibt Ja. und willst sie aber unbedingt nackig sehen, warum auch immer, dann musst du halt Geld zahlen, weil du findest die nicht auf X-Hamster oder keine Ahnung wo. Dann ist das halt so, dann Man musst du kann halt doch Geld da einfach zahlen. Screenshots machen, oder? Und dann sind die Bilder draußen. Ich weiß, aber vielleicht finden die die ja nicht. Vielleicht sind die Menschen doch zu geizig und sagen, ich habe Geld bezahlt, die verteile ich eben doch nicht. Das kann sein, dass es das auch gibt. Aber ich habe schon gesehen, dass von
so ein ehemaliger Boyband-Typ, hat auch einen OnlyFans-Account. Der ist Robbie aber, Williams, zufällig? Nee, auf den kommen wir noch, ja, noch zu sprechen. Ja. Aber nee, ein anderer, Aaron Carter, glaube ich, heißt der. Kenne ich nicht. Der hat auch einen OnlyFans-Account und dessen Bilder tauchen überall auch woanders online auf, kostenlos zur Einsicht. Und da fällt auch das ganze Konstrukt auseinander. Mhm. Das ist wie halt damals, wo du CDs gekauft hast, aber die halt illegal gezogen hast. Kenne ich nicht. Nee? Nee. CDs kaufen oder... Beides. Nee, ich habe mir damals Shakira als erstes Album geholt. Shakira Laundry Service. Ist auch ein gutes Album. Objection Tango, Alter, ist so ein Banger-Song. Es ist so ein Banger-Song. Aber meine allererste CD, die ich mir gekauft habe, war One T und Cool T, The Magic Key. Ja, das war richtig geil. Als Single, ja, ne? Auf jeden. Hatte ich auch, ja. Das waren meine ersten beiden CDs. Und ein Kumpel von mir hat parallel dazu irgendwie Marilyn Manson gekauft und ich komme da mit Shakira an. Aber Shakira ist halt einfach cool. Shakira ist geiler als Marilyn Manson. Ein bisschen. Ja. Die sind beide geil, aber ich finde sie ein bisschen cooler musikalisch. Ja. Ich glaube, meine erste, die ich selbst gekauft habe, war Anime-Hits. Anime-Hits Volume 2 oder 1. So, ich muss ja kurz was löschen. So mit Jala, hey, hey Jala. Das waren meine Kindheitshelden tatsächlich, so diese ganzen Anime-Sänger, so Frank Schindel und Fred Röttcher. Schindels Liste. Schindlers, genau, Schindlers Liste. Ja, und das sind alles geilen Tracks. Das sind alles richtig geile Sängerleute, ja, da, aber irgendwie haben die keine Solo-Projekte. Hm. Du findest von denen nur diese Anime-Hits. Das ist voll, voll schade. Und auch der Puku-Rap gemacht hat, die beiden hier. Ibutak Topsi. Ja, ja. Das sind ja, die haben auch eine richtige Band eigentlich. Eisbrecher heißen die. Aber da singt der andere nicht, der eigentlich die Hooks singt. Und hörst den halt nur bei diesen Pokémon-Songs singen, obwohl der eine richtig geile Stimme hat. Huh. Und Fred Röttcher hier mit... Der hat halt auch so eine typische Anime-Stimme irgendwie, ne? Der Pokémon... Ich weiß nicht, das ist... Ja, weil er das eingeführt hat. Er war ja der Pokémon-Themasänger. Komm, schnapp sie dir. Noel Pix heißt der. Und er singt sonst nicht. Nur so ein bisschen Background bei der Band Eisbrecher. Hm. Aber du hörst ihn kaum. Bist ja richtig Fanboy. Bist ja richtig drin im Game. Ich kann dir alle Namen aufzählen von allen Anime-Songs. Ich bin richtig tief drin. Nice. Das ja, dazu. Aber Robbie Williams haben wir schon richtig tief kurz drin angesprochen. Und ich dachte, oh nein, ich hätte echt weinen können. Weil Robbie Williams ist für mich einer, der mega underrated ist, ja. Underrated? Der ist zwar ein großer Popstar, aber wird jetzt nie mit Namen erwähnt wie Michael Jackson, Madonna und so. Er ist immer so eine Kategorie unter den ganzen Topstars. Na obwohl gut, er für mich eine richtig geile Stimme hat. Er kann Popsongs singen, er kann Rock singen, der hat auch schon Swing gemacht und Weihnachtsmusik und so. Der hat ja auch vor 1-2 Monaten so aus dem Lockdown raus, ich glaube, Angel Karaoke gesungen oder so. Genau, und der ist voll auch so Insta-Mensch und so voll fannah und sympathisch. Hat sich schon früh immer gesagt, er ist nicht heterosexuell, er könnte auch sich was mit Männern vorstellen, so mit Augenzwinkern. Also auch so voll für die Gay-Community da gewesen und super cool und jetzt... Aber der war schon immer ein bisschen durch. Auch. Er war schon immer so ein bisschen... Alleine irgendwie viel oder so, die Lyrics davon. Was zur Hölle ist denn los bei dem? Er schreibt ja nicht alle Songs selber. Aber... Na, dann finde ich ihn eh nicht cool. Ja, das machen ja viele nicht. Aber das Ding ist, dass er jetzt so ein bisschen abdriftet und er war schon... Er macht den Xavier Naidoo, sagen wir es mal so. Er war schon immer so ein bisschen seltsam, auch mit seinen Ansichten manchmal, aber es ging nie in eine komische Ecke. Das war immer so ein bisschen sympathisch, weil er auch eine Drogenvergangenheit hat und so. Diese sympathischen Drogenmenschen. Nee, er hat sich halt so ein Drittel seines Hirns weggekifft wahrscheinlich. Und es ist ja dann auch sympathisch in dem Vergleich okay, dass er halt solche Ansichten hat. Aber jetzt fängt er halt irgendwie an, über Pizzagate zu sprechen. Ja, das ist ja, dass da was Wahres dran ist. Und Pizza, was ist Pizzagate, Robin? Jetzt kann ich dich mal fertig machen. Jetzt kann ich dich mal bloßstellen. Was ist Pizzagate? Pizzagate ist, glaube ich, das mit der Verschwörung, dass irgendwelche großen, reichen, mächtigen pädophilen Ringe oder sowas. Scheiße, du weißt das. Ja. Also an sich, soweit ich weiß, ist das ein relativ spezieller Fall, der halt keine Begründung hat, aber dass es solche Ringe gibt, ist halt schon irgendwie klar. Ja, es gibt Porno-Ringe. Alleine gab es im UK-Parlament gab es halt öfter irgendwie so kleine Aufdeckungen, dass da Pornografie hin und her gereicht wurde unter irgendwelchen Politikern. Aber ja. Das ist ja alles richtig, aber da wird so ein bisschen davon gesprochen, dass es halt so einen Pizzaladen gibt in Manhattan, glaube ich. Und da treffen sich halt Hillary Clinton und Barack Obama und tauschen da Kinderpornos aus. Das meine ich halt, das ist dann so over the top. Richtig, so. Ja, und drehen auch eigene Kinderpornos. Und auch, dass halt eine neue Weltordnung geplant wird und Corona ist nur ein Vorwand. Das glaubt der Robbie alles. Und das finde ich halt so scheiße, weil er cool ist eigentlich. Ja, wenn es über den gesunden Zweifel hinausgeht, ne?
Ja, also manchmal kann ja auch ein gesunder Zweifel auch wirklich sinnvoll sein und auch zu mehr Kritik führen und so, aber wenn es halt so gar keine Punkte gibt, so an denen man anknüpfen kann, ja, dann hat es halt keinen Sinn und ich finde es halt schade um ihn, dass jetzt Robbie Williams sich neben Attila Hildmann und Xavier Naidoo da irgendwie einreiht. Hildmann ist auch ein richtig gutes Stichwort. Ja, I know. Ich habe es gestern leider nur überflogen, vielleicht hast du es in der Oase gesehen, wer in der Oase liest, Tino, der ist klüger. Aktuell weniger, gebe ich zu. Ja, nee, weil da nämlich ein Video von Anonymous gepostet wurde. Also es ist von Twitter, ich kann es jetzt auch nochmal aufrufen, wie viel das jetzt rumgereicht wurde im Internet. Okay, so viele Aufrufe sind es gar nicht, scheinbar 127.000. Du hast es nicht anders gewollt, Hashtag Attila Hildmann, Hashtag OP Tinfoil, Hashtag Anonymous. Das kenne ich nicht, nein. Die haben jetzt eine Ansage gegen ihn gemacht, denn Tanzverbot macht keine Ansagen mehr, da muss jetzt Anonymous daherkommen und diesen Markt abdecken. Und haben gesagt, ey, wir werden jetzt hier uns das nicht gefallen lassen und so. Ne? Du, also wir rufen... Was genau? Es kommt nicht drin vor, dass sie irgendwie jetzt sagen, ja, wir machen dich tot oder so. Aber also ich habe den ganzen Beef nicht mitbekommen, aber Attila Hildmann hat wohl zu Anonymous gesagt, ihr seid blöd und wollte die doxen, ey. Ach doch, dass sie jetzt irgendwie, dass Anonymous auf der ganzen Welt eigentlich cool ist, aber in Deutschland werden die wohl linksgrün versifft. Ja, und halt dieses selbe wie die Antifa, dass sie so eine Organisation sind, stand da auch wieder im Raum. Und er wollte die halt, wie gesagt, doxen. Oder hat so gesagt, ey, wenn ihr Namen kennt oder so, immer her. Ja, das macht er ständig auch in der Telegram-Gruppe. Ja, scheiß Antifa hat's geschafft, mein Instagram-Account wurde gelöscht und mein Facebook-Account und so. Aber damit hat die Antifa nichts zu tun. Das ist halt Nämlich Anonymous oder wer auch immer jetzt, das ist ja, ne, wie gesagt, ein loses Kollektiv. Es war vielleicht auch nur eine Person, die das jetzt gemacht hat. Im Video wird gesagt, wir sind nicht die Antifa und genau wie die Antifa keine Organisation, aber wir sind antifaschistisch und gehen gegen solche gefährlichen, weil langsam wird es halt gefährlich, wenn er so viele Leute beeinflusst, gehen dagegen vor. Macht er ja nicht mehr, aber es schwappt ziemlich ab. Ja, und sagt, also das beißt sich ein bisschen. Ich habe irgendwie gehört, dass Attila Hildmann im letzten Jahr 3,4 Millionen Umsatz oder so gemacht hätte. Ja, er bekommt vielleicht mehr Geld, aber was ich mir auch nicht vorstellen kann. Aber das andere ist ja, dass die Telegram-Gruppe irgendwie am Schrumpfen ist. Mhm. Hat ja auch viele rausgeworfen und andere haben welche rausgeworfen. Und er geht wohl auch rigoros mit den Leuten um, wenn er halt merkt, irgendwie äußert einer nur einen Punkt Kritik, fliegt er halt sofort raus aus der Telegram-Gruppe. Okay. Und auch die Demos werden immer weniger. Das ist dieser Pegida-Effekt. Anfangs 1.000 Millionen Leute und jetzt werden es immer weniger. Okay. Prinzipiell. Das ist ja wie auf meinem YouTube-Kanal. Muss man so sagen, es tut mir leid. Nee, hier wird auch gesagt, dass... warte, hier war es doch gerade. Ja, ist halt wieder so ein typisches... So Batman-mäßig. Ja, genau. Nee, einfach, dass es halt langsam gefährlich wird und dass sie... also, wie gesagt, aus der Sicht wird jetzt gesagt, dass er halt gescheitert ist mit seinem Unternehmen und dadurch jetzt quasi Profit machen will mit leicht manipulierbaren Menschen und so, dass er, während er halt diese Verschwörungstheorien postet, auch Werbung für seine eigenen Produkte macht die ganze Zeit? Ja, glaube ich aber nicht wirklich, dass das der primäre Grund ist. Ich glaube schon, dass er dumm ist. Erstmal in erster Linie dumm ist. Okay. Und dass er aber auch seine, wie sagt man, Bandbreite, seine Reichweite aktuell nutzt, um auch Werbung zu machen für sein Unternehmen. Hm. Was ich irgendwo verstehen kann, weil er ist ja Unternehmer und er muss ja auch davon leben. Aber es wirkt schon, es hat schon so einen bitteren Beigeschmack, dass er halt wie, wenn Hitler jetzt irgendwie... Weißt du, veganes Essen, das hat so einen bitteren Beigeschmack. Meistens, genau. Nee, wenn auch Hitler jetzt irgendwie Automobil, nee, weiß ich, irgendein Hersteller wäre. Placement bei Adolf. Genau, und dann immer während seinen Reden immer noch gesagt hätte, ja, für jeden noch ein Auto hier, da und so. So wie Oprah, ja. Genau, ein Auto für dich, ein Auto für dich und ein Volkswagen für dich. Und das hätte ja einen bitteren Beigeschmack gehabt früher. Ja, das stimmt wohl. Also einen sehr bitteren Beigeschmack, als ja, das eh schon war. Ich gebe zu, dass ich in dem Thema nicht so ganz drin bin, was in die Oase weitergeleitet wird, in die man sich für $3 den Monat reinkaufen kann. Super Dollar, geil. Starke Währung. Dollar, ja. Das ist billiger als Euro. Man macht quasi Plus, wenn man Dollar ausgibt. Man tauscht sein Geld gegen wertvolle Inhalte. Ja,
Das stimmt. Und 1000 Nachrichten die Stunde. Da werden halt immer so die lustigsten Sachen reingespült, was Attila wieder postet. Aber sonst darüber hinaus bin ich nicht so im Thema. Aber ich finde es ganz witzig, wenn der sich jetzt mit Anonymous hin und her beeft. Muss aber auch sagen, also die Leute auf Twitter unter dem Video, die reiben sich alle die Hände und sagen, wie geil, wie geil. Und eigentlich ist es ja auch witzig und geil, aber halt auch nur so lange, wie es deine eigene Meinung vertritt. Ne? Deswegen finde ich es auch ein bisschen, ja, wenn Anonymous jetzt anfängt, irgendwie linke Politiker oder sowas zu doxen oder die Partei. Solche Arschlöcher. Ja. Dann ist es halt nicht mehr cool. Ja, das Ding ist halt, dass das so, ich sag jetzt mal, wir Linke, die Partei, keine Ahnung, wir machen ja nichts kaputt. Wir wollen ja eigentlich den Schwachen helfen. Wir wollen ja eigentlich, dass es den Menschen gut geht, kein Ausgrenzen. Aber die Bewegung von Hildmann ist ja ganz böse Ausgrenzen. So böse Juden, böse Moslems, Ausländer sind böse, Flüchtlinge sind böse und so weiter. Und Homosexuelle sind auch Teufelswerk. Da muss ich sagen, das ist auch objektiv einfach scheiße, dass Menschen ausgeschlossen werden. Das denke ich mir bei so vielen Sachen, dass das objektiv scheiße ist und irgendwie ist es aber nicht. Also man kann sich streiten über Kapitalismus und über Kommunismus, ja, über weiß nicht, FDP-Themen und so und CDU, kann man streiten. Aber wenn es darum geht, dass Menschenleben in Gefahr sind, dass Menschen ausgegrenzt werden für Hautfarbe, Religion, Sexualität, Geschlecht, keine Ahnung, dann ist es einfach objektiv scheiße. Und da will ich halt nicht sagen, irgendwie, das ist nur meine Meinung. Es sollte die Meinung von allen sein, weil es einfach allen besser geht damit, wenn es allen gut geht. Ihr müsst keine Kommunisten sein, ihr müsst keine Anarchisten sein, aber gern geschehen. Aber tolerant sein, ja, und aufgeschlossen und jeden Menschen erstmal akzeptieren, wie er ist. Und auch ein schwuler Muslime mit weiß ich nicht. Mit rotem Haar. Mit rotem Haar im Rollstuhl. Auch der kann ein riesen Arschloch sein, ja, aber nicht aufgrund dessen, dass er im Rollstuhl sitzt und schwul ist und rote Haare und schwarz ist und Jude ist. Schön. Meine Meinung. Aber apropos Attila Hildmann. Kontrovers. Es gab noch eine kontroverse Geschichte und zwar hat er Liv Floyd gedroht. Liv Floyd, das ist einer, den ich kenne, den ich meine Zeit lang verfolgt habe, aber inzwischen nicht mehr. Der macht ja so Nachrichtenkommentare. Ja. Und der hat wohl auch ganz viel jetzt gegen Hildmann geschossen und jetzt gab es eine Sprachnachricht, die auch Liv Floyd veröffentlicht hat, von Hildmann an ihn, wo Hildmann so sinngemäß sagt, dass er mit Klage droht, wenn er nicht aufhört und so. Ich zeig dich an, ich nicht. Mit Klage droht, wenn er nicht aufhört und so. Und er zieht die Klage nur zurück, wenn er mit ihm ein Video macht. Geil. Da hat Liv Floyd gesagt, weißt du was? Attila, ich mach das, wir machen das. Aber unter meinen Voraussetzungen, ich schicke dir eine Liste, unter welchen Bedingungen das Video ablaufen soll, dann machen wir das, dann machen wir ein Interview miteinander, ein Fight, keine Ahnung. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Hat ja auch Merkel schon voll fertig gemacht damals, ja. Die hat ja geheult am Ende. Aber mit Hildmann wird er, glaube ich, ein bisschen anders umgehen. Hoffe ich zumindest. Verrückt. Also das habe ich gar nicht mitbekommen. Da bin ich schon mildly looking forward to. Ich auch noch. Würde der Russe sagen. Ich war auch im der Russe. Ich war auch nur im falschen YouTube-Account, wo ich noch ihn abonniert habe. Ah. Deswegen habe ich das mitbekommen. Aus Versehen Love Floyd-Videos gucken. Das kennt man. Aus Versehen. So nervig, Scheiße. Ey. Ohne Spaß, ey. Man kotzt jedes Mal. Das passiert mir jeden Tag. Was nicht jeden Tag passiert, ist, dass Mixer schließt. Kennst du Mixer, du blöder Mixer? Ich hab einen in der Küche stehen, so einen Mixer. Hm. Der ist schon lange geschlossen, weil ich zu faul bin, den zu reinigen. Pürierstab habe ich jetzt wieder entdeckt. Und ich habe mich in Ton gefunden, Herr Rodes. Verstehe ich nicht. Naja, wenn man anfängt, mit Ton zu arbeiten und zu töpfern und man entdeckt sich darin so ein bisschen. Aha. Das ist eine Redewendung oder was? Dass du jetzt gerne den Pürierstab benutzt. Genau. Toll. Mache ich jetzt immer schön. Ich weiß, übelst geil. Ah, stimmt, hast du auch schon mal. Ja. Geil. Okay, Mixer ist eine Alternative zu Twitch gewesen, so wie YouNow oder was weiß ich, wie die Scheiße halt alles ist. Ah, heißt. Stimmt, ja, ich erinnere mich. Und die haben von heute auf morgen einfach quasi gesagt, ey, Leute, vorbei. So, und die hatten erst Ninja. Bruder muss los. Ninja? Ja, und hast du Shroud erzählt, für ganz viele Millionen abgelöst. Ganz viele, ne? Millionen. Ja. Und der kriegt jetzt auch nochmal ganz viele Millionen, weil der ja plötzlich ohne Plattform dasteht. Als Abfindung, aber... Ja. Er hat doch diesen Vertrag bekommen von denen, dass er jetzt für, weiß ich nicht, ein paar Jahre bei denen exklusiv streamt. Genau. Für viele Millionen Dollar, Euro, Kronen. Beides. Kronen. Querbeet. Alles, genau. Rubel. So eine Mischung, Rubel, D-Mark und Reichsmark. Jedenfalls, wenn die jetzt pleite gehen, ja, bekommt er sein Geld doch trotzdem oder darf es behalten. Er hat es ja schon bekommen bestimmt, ja, oder?
Absolut, der kann da nichts dafür. Aber er darf trotzdem nicht streamen, oder? Er darf jetzt wieder machen, was er will. Also der Vertrag ist vorbei, oder was Voll meinst du? geiles Geschäft, Auf ey. jeden Fall, also für ihn hat es sich richtig gelohnt. Der kann jetzt einfach zurück zu Twitch gehen. Die haben auch jetzt gesagt, die letzte Auszahlung an jeden Streamer wird doppelt so hoch, wie das, was sie eigentlich verdient hätten. Aber trotzdem gab es halt übelst viele Leute, die halt dann live on Stream angefangen haben mit Heulen oder so, weil die sich da jahrelang jetzt irgendwie eine Existenz aufgebaut haben, weil die Mixer als Alternative zu Twitch gesehen haben, weil halt Ja, einfach auf verstehe Mixer ich. weniger Leute sind. Ja, verstehe ich. Und dann sind halt übelst viele abgekackt. Ich weiß es nicht, ob das jetzt so schlimm ist. Ich glaube, wenn die Leute sagen, ey, wir gehen jetzt auf Twitch, dann kommen die Follower, denke ich, auch hinterher so. Naja, aber auch nicht alle. Also ich glaube schon, dass das so ein Rest übrig bleibt irgendwie. Das kann schon Vermutlich, ja. sein. Und stell du dir doch mal vor, dass das jetzt Twitch auf einmal sagt, hier, goodbye, wir gehen pleite, wir wurden gekauft von Google und die stampfen uns jetzt ein. Und Ähnliches jetzt gibt's Switch. hat Twitch tatsächlich gesagt. Die haben nämlich gesagt, so, goodbye, wir hören jetzt auf, dass Kanalpunkte mal zwei genommen werden für Abonnenten. Über Nacht, ohne Ankündigung, ohne alles. Jetzt gibt es weniger Geld. Na, nicht Geld, aber Kanalpunkte ist ja das, Ach, was man was da da, unten immer steht. Ah genau, ja, okay. was man dann für so Einlösungen verwenden kann. Und ohne Ankündigung, also sonst war es immer normale Zuschauer kriegen halt mal eins, ne, also normal, so alle 5 Minuten 10 Punkte und Ach, dann und kannst du auf dieses wir Paket. Subscriber kriegen doppelt. Genau, aber das ist jetzt nicht mehr. Die Subscriber kriegen jetzt nur noch 1,2. Und dann muss man Tier 2 und Tier 3 machen. Erst auf Tier 3, wo man, glaube ich, $25 im Monat zahlen muss für, was halt absurd ist. Erst da gibt es wieder den mal 2 Multiplikator. Und das ist eine richtige Scheißaktion gewesen. Das ist dumm. Das ist der erste Punkt, wo ich mich dezent aufregen könnte. Ich spare es mir noch, weil es kommen noch zwei andere Themen, wo ich mich richtig auskotzen kann. Aber das ist halt wirklich so ein Drecksmove. Die haben überhaupt nichts davon. Außer, dass, also es riecht halt aus jeder Pore, riecht so nach, komm, macht jetzt Tier 3 Sub, so, oh, damit wir noch mehr Geld bekommen. Aber ich Das ist glaube, die hätten es scheiße. kreativ lösen können, indem sie einfach, und pass auf, jetzt kommt es ganz kontrovers, es so lassen und auf Tier 3 mal 4 machen. Das wäre vielleicht dann verliert das, glaube ich, an Wert, so ein Kanalpunkt. Das kann ja, das ist ja der Punkt, dass jeder Twitch-Streamer sich selbst das einrichten kann. Das heißt, du machst den Wert der Währung selber. Ach Und das macht's halt so dumm. so. Und Das wusste ich nicht. du kannst halt auch Twitch-Punkte nicht in irgendeiner Form in Geld umrechnen oder sowas. Das ist wirklich die komplett Das ist ja voll kanalinterne Währung. sinnlos. Das ist Ja. sinnlos. Es ist wirklich ein richtiger Bastard-Move und ich hoffe, das wird zurückgenommen, weil die Leute sich drüber beschweren. Ich habe aktuell 13.000 Kanalpunkte bei dir. Das ist gut, ja, das ist ordentlich viel. Ich glaube, MadEye hat irgendwie 200.000, weil der seit der ganzen Zeit nichts eingelöst hat und nur darauf Nice. spart, diesen 24-Stunden-Stream einzulösen. Naja, auf jeden Fall richtig, richtig dumm. Könnte schon wieder kotzen. Aber Twitch ist halt jetzt, es ist halt wirklich im gleichen Atemzug passiert. Es war vielleicht wäre so, wo, warte mal, Mixer ist weg. Noch weniger Konkurrenz, na, dann können wir jetzt machen, was wir wollen. Drück den Knopf für die Das Kanalpunkte, kann so. tatsächlich sein, ja. Ohne, also so Monopole, die haben dann halt den Arsch dann offen. Ja. Dürfen sie auch haben. Ich möchte auch mal ganz kurz ranten. Ich habe Sehr noch, gut. bevor ich hergelaufen bin, noch gelesen, dass AfD und CDU wollen die Landtagswahl in Thüringen jetzt doch verschieben. Wir hatten ja den Aha. Fall in Thüringen, dass es eine kontroverse Wahl gab von Kemmerich. Stimmt, das hätte jetzt mittlerweile langsam sein müssen, oder? Nee, das ist 2021. What? Also. Da ist die Wahl, glaube ich zumindest. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Oder im Herbst. Ja, ach, ich weiß es gerade echt nicht. Und alle haben sich halt geeinigt, okay, wir machen eine Übergangsregierung mit Bodo. Dann gibt es Neuwahlen. Und alle waren sich einig. Und jetzt so langsam, wie du schon gesagt hast, kommt der Zeitpunkt immer näher der Landtagswahlen. Ja. Aber hoch, CDU und AfD sind im Sinkflug nach unten. Und Rot-Rot-Grün aktuell hat die Mehrheit wieder erlangt. Aha. Und das wäre Aber ja bei Umfragen oder bei was? Umfragen, Ja. klar, und das wäre ja ganz, ganz schlecht, wenn wir jetzt Wahlen machen würden. Und jetzt stellen sich AfD und CDU gegen jetzige, also schnelle Wahlen. Wie Fähnchen im Wind. Weil es ihnen nichts bringt. Aber das finde ich halt voll, voll ein Snitch-Move, wie Rezo sagen würde. Weil, 31er Snitch-Move. ja, weil sie alle darauf geeinigt haben, das zu machen. Und jetzt nur, weil die im Sinkflug sind, machen die es nicht. Wäre das umgekehrt der Fall gewesen, hätten sie auch die AfD und CDU aufgeregt. Ja, jetzt nur, weil ihr jetzt, das ist doch nur Propaganda und ihr würdet es nur zu eurem Vorteil nutzen. Aber die machen es jetzt auch. Und das finde ich halt, das finde ich scheiße und das regt mich auf als Politik interessierter Mensch.
der Rot-Rot-Grün haben will. Aber Tino, Zitat, was juckt mich mein Geschwätz von gestern? Ja, das hat ja der Hitler gesagt. Nee, das war Willy Brandt. Ich glaube, ja. Hitler war es nicht. Hitler war es nicht, nee. Oder war es nicht sogar Schröder? Nee, auf keinen Fall Schröder. Es könnte Helmut Schmidt gewesen sein oder Willy Brandt. Ich tippe auf Helmut Schmidt. Schreibt in die Kommentare. Ja, Hitler oder Schmidt, wer war's? Das ist ein gutes Spiel, das kann man universal machen. Keine Frage. Ja. Ist dumm. Kann man natürlich nichts zu sagen. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, man sollte dem zumindest offen gegenüber sein, wenn irgendwas passiert, dass man sagt, okay, lass flexibel sein. Aber ist ja auch so, lieber sich neuen Erkenntnissen stellen und seine Meinung ändern, als halt drauf zu beharren. Ja. Das ist auch meine Meinung. Naja, wisst ihr, wer das gar nicht macht? Donald Trump. Ja. Der wird sich keinen neuen Erkenntnissen in seiner Lebzeit noch stellen. Leute, tut mir leid, ich rede auch heute ein bisschen sehr nasal, ey. Also ich bin reif für die Insel. Die Insel in diesem Fall ist das Krankenhaus. Am 15. ist meine Operation. Ich rede sehr nasal. Und macht's für mich nicht besser. Aber kriegen wir hin. Donald Trump. Das halten die aus. Das halten die auf jeden Fall aus, das müssen die aushalten. Wenn ich es aushalte, ausgesaugt zu werden mit einem scheiß Staubsauger, ja, in die Nase rein und diesen ganzen Schmodder nach der OP dann so... Würde ich voll gerne sehen, wie du dann wieder liegst. Du hast ja eine Vollnarkose, ne? Ja. Ah, langweilig. Ja, Donald Trump muss natürlich auch nochmal hier zu Wort kommen können. Und er muss sagen, oh, tremendous. Der hat eine Rallye gehalten, die seit Monaten gehypt war. Er wollte eine halten, oder? Ich dachte, er hat sie gehalten. Ich habe gelesen, dass sie abgesagt worden ist, kurzfristig. Nee, das stimmt so nicht. Also, ach, im Vorfeld wurden 1 Million Tickets wurden reserviert. Angeblich, dachte ich. Angeblich, genau. Ich habe davon letzte Woche berichtet, aber das war der Tag, an dem die Rallye gewesen ist. Hm. So. Und da waren aber noch keine, also zu dem Zeitpunkt der Aufnahme war es noch nicht. So. Gerechnet hat man trotzdem mit mindestens 100.000, ja. Mhm. Obwohl Tulsa jetzt auch nicht so mitten, also es ist halt kein Kalifornien, kein Los Angeles. Ich habe ganz andere Zahlen. Ich habe hier irgendwie erwartet worden 40.000. Die sind dann halt immer weiter zurückgerudert. Kann auch sein. Um es nicht ganz so schlimm zu machen. Pass auf. Letztendlich haben in die Halle haben 20.000 gepasst und es wurde damit gerechnet, dass vor der Halle noch viele Leute, also Overflow-Menge sind, dass sie draußen auch noch eine zweite Rede angekündigt hatten, die noch während sie da angekommen sind, abgesagt wurde, weil draußen stand halt einfach keiner. Es waren insgesamt 6.200 Leute da. 1.600.000, ja. Ja, das heißt, die Halle war nicht mal zu einem Drittel gefüllt. Ultra krass. Trump ist natürlich voll ausgerastet, gibt es jetzt auch die ersten Berichte und so, dass er das gar nicht gut fand. Auch so ein Foto, wo er irgendwie ins Weiße Haus läuft, so in der Grenze, ja, also richtig zu Boden guckt. Broken, und, ja. Aber natürlich ist klar, warum das ist, weil die bösen Gegendemonstranten etwas gemacht haben, nämlich vor der Halle revoltiert. Ja? Da war eine Frau, die verhaftet wurde. Diese eine Frau hat verhindert, dass diese 1 Million Leute gekommen sind, Tino. Wow, die ist ja wirklich mächtig. Man hat sich das direkt schön zurechtgebogen, diese 6.200 Leute. Und es muss ja auch für die Leute, die dann tatsächlich da waren, auch übelst scheiße sein. Ich glaube, auch 200 Leute davon sind erstmal noch Journalisten. Die müssen da sein, obwohl sie nicht wollen. Aber haben die wenigstens die wenigen Menschen so platziert, dass es voll aussieht auf den Ja, die oberen Aufnahmen? Ränge sind gar nicht besetzt gewesen. Und unten diese Halle in der Mitte, also dieser Platz da, der war auch nicht. Aber ich meine, ja, das ist doch immer so das gleiche Bild. Trump steht da im Rednerpult und hinter ihm so 10.000 Menschen, die so applaudieren und klatschen. Ja. Die müssten sie alle dann hinter ihn stellen, dass es für die Kamera voll aussieht. Da waren auf jeden Fall auch Leute. Die haben unter anderem dafür geklatscht, dass er Wasser trinken kann. Das hat er dann mit einhändig demonstriert. Ja. Einhändig hat er demonstriert. Ja. Und er hat gesagt, er macht das nämlich immer so, damit kein Wasser auf seine Krawatte kommt, weil die ist da nie wie vorher. Da frage ich mich, war der Herr Trump schon mal Regen ausgesetzt? Was für Billo-Krawatten, ey. Ja, ne, das ist ganz, ganz sensible Seide. Ups. Naja. Okay, ist akzeptiert. Wir leben in einer Zeit, in der tausende Menschen dafür applaudieren, dass ein Mann trinken kann. Der Präsident der Vereinigten Staaten. Ja, das ist halt echt absurd. Außerdem... Ja, es gab noch das Gerücht, um bei dem Thema zu bleiben. Ja, ich bleib bei dem Thema. Ach so, Thema. Ist es das, dass angeblich Linke
Tickets gekauft haben für nicht die nur Linke, K-Pop-Fans und TikToker. Genau, richtig, ja. Haben ganz, ganz viele Tickets reserviert, ja. Also angeblich, ob das so stimmt, weiß man ja auch nicht so. Es wurde auf jeden Fall groß angekündigt und es also ist ziemlich sicher, dass das bestätigt ist, ja. Und die kamen auch nicht, aber trotzdem muss man ja festhalten, dass das ja auch Geld kostet, oder? So ein Ticket. Na, du reservierst es halt, ohne zu bezahlen. Ach so. Du sagst nur hier, ich habe Interesse. Ja. Ich weiß nicht genau, wie es abläuft, aber die haben kein Geld dafür bezahlt, auf jeden Fall. Aber trotzdem, da müssten noch ganz viele Fans trotzdem hätten ja gekommen sein müssen, die dann draußen vor der Halle hätten warten wollen. Und die gab es ja auch nicht. Nö. Das heißt, das lag nicht nur daran. Ich vermute, dass die Leute, also Bombenwerfer hin oder her, der Trump, aber ich glaube, die Leute haben trotzdem nicht alle so Bock, auch wenn sie große Trump-Fans sind, auf Corona. So. Ich glaube schon, dass das eine Rolle gespielt hat. Die haben doch so ein bisschen Angst. Sie glauben zwar nicht dran, aber so ein bisschen, ja, was, wenn doch? Die glauben nur nicht dran, wenn sie gefragt werden, aber insgeheim zu Hause sagen sie, oh, shit. Ob ich jetzt mal mich mit 20.000 Leuten in der Halle quetschen sollte? Nein. Trump hat außerdem bei dieser Rallye gesagt, dass er seine Leute, Zitat er, also sein Staff, seine Angestellten, gesagt hat, ey, fahrt mal ein bisschen runter mit den Tests. Hört mal auf, so viel zu testen. Damit es weniger Fälle gibt. Genau. Und das ist halt eigentlich, also es war seit langem mal wieder ein neues Low so, weil es zugegebenerweise ein Verbrechen an die Menschheit war, weil man sagt damit eigentlich aktiv, man fördert, dass Menschen sterben so. Wenn du unterlässt, herauszufinden, wer Corona hat, ja, so, dann verbreitet es sich mehr, also sterben mehr Leute, also bist du dafür verantwortlich. So. Und Sein ganzes Presseteam und so, seine Sprecherin Kayleigh McEnroe oder wie die heißt, irgendwie sowas. Die kommen und gehen ja auch ständig, die Leute. Ja, die gibt jeden Tag so eine Pressekonferenz. Alle Leute haben gesagt, nee, das war nur ein zynischer, das war nur Spaß. Und in dem Moment konnte er schon gar nicht mehr gewinnen, weil entweder ist es kein Spaß und es ist halt super hart, wie gesagt, ein Zugeständnis an ein Verbrechen. Oder es war ein Spaß. Tschüss. Das war unsere Redakteurin. Oder es war ein Spaß und er sagt halt, ja, 120.000 tote Amerikaner, voll witzig, lol. Und dann hat er aber gesagt, I don't kid. Er hat dann nochmal so ein berühmtes vor einem Helikopter-Interview gegeben und hat gesagt, nee, ich meine das vollkommen ernst. Man muss es so sehen, wir sind nur so in der Kritik, weil wir so viele Tests haben. Wir haben die besten Tests auf der ganzen Welt, aber dadurch haben wir natürlich auch mehr Fälle und das ist voll schlecht. Also ich weiß nicht, ob er wirklich nicht versteht, dass die Fälle auch da sind, wenn man sie nicht testet. Ich hab so Mann, ey. Es wirkt echt wie so ein schlechter Film, wie so eine Netflix-Serie. Irgendwie. Ja. The Dumbest President. Alle dachten, George Bush wäre der Tiefgang, aber das ist ja echt unglaublich. Das finde ich übrigens auch ein bisschen kritisch. Trump, nee, wie heißt der andere? Obama. Obama und Joe Biden haben zusammen einen Livestream gemacht und da hat dann halt Obama gemeint, ja, George W. Bush, der hat wenigstens noch das Rule of Law akzeptiert, so, was halt auch übelster Schwachsinn ist. Unter Bush gab's halt, weißt du, die haben ein fremdes Land invaded aufgrund von Lügen. Ja. Das ist halt, die haben Leute gefoltert in Guantanamo, das ist halt nichts mit Rule of Law. Und ich find's halt ein bisschen kritisch, wenn du alte Republikaner jetzt besser dastehen lässt, nur um Trump zu dissen. Das heißt für mich halt so ein bisschen, dass das Gleiche mit Trump passieren wird, wenn der irgendwann raus sein sollte. Nee, das hoffe ich halt nicht. Also, ich hoffe es auch nicht. Das ist ja wie Hitler, so weißt du? Über den kommt ja auch keiner mehr drüber. So, der war ja auch so die Messlatte. Das denkt man immer. Da geht immer noch einer drauf. Ah, Darth Vader vielleicht. Aber ich glaube, dass Trump echt so eine Messlatte wird. So. Also ich will ihn nicht mit Hitler vergleichen. Das kommt dem nicht gerecht. Das hat Hitler nicht verdient. Aber Trump, weißt du, der ist halt, der wird der Tiefgang sein. An dem werden immer alle gemessen werden, so, aber negativ halt. Okay. Ich glaube nicht, dass es nach ihm schlimmer wird. So jetzt die nächsten Wahlen. Wir wollen es mal hoffen. So, jetzt habe ich noch zwei große Themen, über die ich mich richtig abkotzen kann. Ich weiß nicht, ob du hier noch Fröhlichkeit hast, oder? Ja, so ein paar Fröhlichkeiten. Ich gratuliere Christian Drosten zum Krimme Online Award. Oh. Du weißt, wer Christian Drosten ist? Na, der Arzt hier mit seinem Podcast. Genau, der Chef-Virologe. Dann der Global Pride Day ist heute, wo wir aufnehmen, am Samstag. Echt? Ich dachte, der war gestern. Nee, der ist heute. Das ist diese ganzen, also der Ersatz-CSD quasi. Ach so. Das heißt, ich mache gerade zu spät Werbung dafür, keine Ahnung. War geil. Ja.
Wir waren alle nicht auf der Street, weil Social Distance, aber war richtig. Genau, aber heute, glaube ich, 13, 15 Uhr ist dann auch mal so eine kleine Demo trotzdem in Weimar, so eine Aktion. Na gut. Dann, ich habe noch eine Sache, die größer ist, und zwar mich, also ich bin ja auch der Wrestling-Korrespondent hier im Podcast. Ja. Und es gibt jetzt auch einen eigenen Feminismus, also Anti-Feminismus-Skandal im Wrestling. Nachdem man jahrelang dachte, okay, die Frauen werden wieder gestärkt im Wrestling, so, es ist jetzt voll auf Augenhöhe, jetzt gibt es den Hashtag Speak Out. Und jetzt haben sich viele, viele Frauen gemeldet, die von ehemaligen und aktuellen Profi-Wrestlern belästigt worden Oha. Sind und auch zum Teil missbraucht worden. Also das ist fängt bei so ganz großen Stars an, wie aktuell Matt Riddle und so. Die ganz großen Stars, Alter, Matt Riddle. Ja, die du jetzt nicht kennst, ja. Aber auch andere, so auch aus Deutschland, so die irgendwelche Trainer, die es da gibt. Und es gibt ganz viele Fälle und einige sind auch entlassen worden, auch aus der WWE. So Matt Riddle bestreitet alles so als einer der wenigen, der sagt, das ist überhaupt nicht wahr. Das behauptet, die hat mich schon immer gestalkt und so. Das hat auch seine aktuelle Frau gesagt. Bis hin auch zu Jack Gallagher, kennst du jetzt auch nicht, aber der ist auch ein Star gewesen, so im Leichtgewicht. Ich bin gleich fertig. Der ist sofort gefeuert worden. Und jetzt gibt es halt so einen riesigen Aufschrei im Wrestling-Business und viele, viele haben ihre Jobs verloren dadurch, weil jetzt Frauen sich endlich trauen, sich zu äußern. Aber, was dich auch freuen wird, auch Männer, die von Frauen tatsächlich missbraucht worden sind. Aha. Ja. Also das freut mich. Also, ich freue mich immer, wenn jemand vergewaltigt wird. Es freut natürlich keinen. Ich sag mal, es gibt auch umgekehrt den Fall, klar, einer von 100 Fällen, aber es kommt vor, dass, ich weiß gar nicht, wie er heißt, wurde... Das war wieder wie dieser Joko und Klaas TV-Beitrag. Das hast du völlig aus der Luft gegriffen, hier einer von 100 Fällen. Richtig. Und Keith Lee heißt er, so ein starker... So diese Westen, ne? Diese Schusssicherin. Genau. Und jetzt ist so ein schwarzer, schwerer Mann, so, der aber sehr gelenkig ist. Und der hat K.O.-Tropfen bekommen von einem weiblichen Fan und ist dann nackt im Hotelbett aufgewacht. Oha. Auch das gibt es. Vielleicht hat sie ihn nur gewaschen. Stimmt, war eine Pflegerin. Ja. Gut, alles zurückgenommen. Gibt's nicht. Hashtag Speed. Die hat es so gut gemeint. Ja gut, das dazu. Das so. Auf jeden Fall aus der WWMeToo. Ja, schön. Okay, also, pass auf. Jenna Marbles hat ihren Kanal bis auf Weiteres eingestellt. Kennst du Jenna Marbles? Ein YouTube-Urgestein. Ich kenne nur Caitlyn Jenner. Nee, Jenna Marbles ist ein YouTube-Urgestein zusammen mit Shane Dawson und Fred und Ray William Johnson damals und so. Die waren Fred so kenne ich. Hi, my name is Fred. Ja, Gott, Alter. Erschieß dich bitte. Ich hasse den. Egal. Und die geht mir völligst am Arsch vorbei, okay? Also ich habe einfach keine Meinung zu der. Ist mir egal, kann von mir aus existieren. Okay. So. Aber ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gestolpert bin. Ich war schon irgendwie gezielt auf ihren Kanal gegangen oder so. Und zufällig hatte sie einen Tag vorher, also jetzt vor 3 Tagen, ein Video hochgeladen, was einfach nur heißt A Message. Und wie es aussieht, hat auch sie fragwürdige Videos in der Vergangenheit hochgeladen und da kommt der Twitter-Shitstorm, wühlt das raus und sagt, guckt mal, was diese Frau vor 10 Jahren gemacht hat. Und vor Kamera heult sie, sie sagt, sie will überhaupt keinen Content machen, der für irgendjemanden anstößig ist, nobody, I don't want to offend anybody, sagt sie halt übelst oft in einem Video. Und unter anderem geht es halt da um Blackfacing. Sie hat sich ein bisschen Bräunungscreme drauf gemacht, um Nicki Minaj irgendwie zu parodieren. 2012. Und ich weiß nicht, was es noch war. Hatte irgendwie in einem Rap-Song hat sie so Ching Chong, I'm Chinese, sorry, I'm bad at rapping oder sowas. Also wirklich ganz kleine Sachen. Und also dieses ganze, die Cancel Culture kam halt wieder um die Ecke. Hat gesagt, hier, Jenna Marbles, eigentlich macht die gerade nichts, aber guck mal, was sie vor 8 bis 10 Jahren gemacht hat, so. Ja, das ist gerade so ein Trend, ja. Das ist einfach nur AIDS. Es hat ja auch Little Britain getroffen, so, die mussten ja auch, wurden auch offline genommen bei Netflix und so für Blackfacing. Es ist einfach nur AIDS. Und ich verstehe es ja irgendwo, dass man das irgendwie nochmal rausholt und zeigt, okay, das hat die Person vor 10 Jahren gemacht. Wie steht sie jetzt dazu? Das könnte man machen. Ich frage jetzt, darf man grundsätzlich gar keine andere Ethnie oder Hautfarbe oder Haarfarbe, also darf man, wenn ich jetzt ein heterer, weißer, cis, bla, halt dein Maul,
darf ich keine andere Kultur nachahmen, ohne dass es irgendwie problematisch ist. Weil das wäre ganz schön dumm. Ja, ich weiß, ich bin auch zwiegespalten. Denn auf der einen Seite, wenn du meinetwegen, wie machst du denn sonst so nach Etienne nachmachst, setzt du dir ja eine Kappe auf, setzt eine Brille auf, obwohl du selbst nicht sehbehindert bist und privat jetzt, Skandal. Jetzt wenig Kappen trägst, so. Ja. Und das machst du ja nur, um ihn darzustellen. Ja. So. Und wenn aber jetzt, du machst zufällig jetzt Will Smith nach, dann ist ja faktisch deine Haut zu hell dafür. Und um erkennbar er zu sein, müsstest du ja Blackfacing betreiben. Bei Blackfacing gehe ich eventuell noch mit, weil das halt wirklich speziell den Hintergrund hatte, dass die Leute das halt wirklich aus rassistischen Motiven gemacht haben. Obwohl ich es auch ein bisschen dumm finde, ich weiß, ne, wie bei Black Lives Matter, die haben halt gerade das Problem und wir nicht. Und ich kann nicht für alle sprechen, aber ich sage immer wieder, ich habe überhaupt, ist mir scheißegal, ob Schwarze irgendwie sich weiß anmalen und so tun, als wären sie ein Weißer. Das offendet mich halt einfach nicht. Mich offendet halt generell nicht so viel. So. Und deswegen geht mir das so auf den Sack. Aber bei der Sache würde ich vielleicht ein bisschen eher mitgehen. Aber wenn man das halt weiterdenkt, okay, sie hat jetzt hier eine Asiatin irgendwie parodiert, muss man das irgendwie, dass jeder Comedian darf das jetzt gar nicht mehr machen, irgendwie sich über andere Kulturen lustig machen. Das ergibt für mich keinen Sinn. Das wollte ich gerade sagen, weil ja wir als Weiße haben ja auch so ein Alleinstellungsmerkmal, dass wir privilegiert sind und schon immer gewesen sind in der Vergangenheit und immer privilegiert sein werden, vermutlich. Ja, aber guck mal, Japanern geht es jetzt auch nicht schlecht. So. Und da kann ich doch auch, also... Ja, aber die sind schon eher Feindbilder von Weißen, als jetzt Japaner Weiße schlecht finden. Das waren unsere Verbündeten. Ja, mal kurz. Aber ich meine ja, das nehmen wir ihnen auch, sind wir auch noch dankbar dafür. Aber nein, sind wir nicht. Ich meine nur... Was sind wir? Wir sind Schrödingers Dankbarkeit, war das jetzt. Ja, ich will ja nur ein bisschen Satire aufklären, bevor wir da Anzeigen einfliegen, was noch nie vorgekommen ist. Noch nie. Nee, ich will nur sagen, das habe ich auch letztens wieder in der Serie gesehen, dass ja die Weißen privilegiert sind und man guckt ja immer so ein bisschen herab irgendwie auf Kulturen, die nicht privilegiert sind. Ich gucke halt und überhaupt nicht herab. Das, ich das, weiß, du das und sagen ich die Leute, die halt für fremde Leute sich echauffieren, Alter. Ja, ich weiß, du und ich machen das nicht. Das setzen die halt irgendwo rein. Klar gibt es Leute, die das machen, aber ich kann doch auch Sachen parodieren, die ich halt irgendwie witzig finde. Ich feiere halt einfach übelst den indischen Akzent. Ja. Das heißt halt nicht, dass ich irgendwie Inder unter mir sehe oder so. Sondern dass ich eher andersrum, dass ich halt auch gerne nicht, ich bin Asiater, ich rede wie ein Stück Scheiße. Sondern ich hätte halt auch gerne einen coolen Akzent oder Dialekt, weißt du? Ja. So. Ich weiß, ich bin auch noch nicht 100% überzeugt, aber ich, im Zweifel sage ich auch, wenn es denn Menschen gibt aus der betroffenen Community, wie in dem Fall jetzt Schwarze, und die sagen, das ist ein No-Go, dann mache ich es halt nicht. Ja, also ich würde im Leben niemals Blackfacing betreiben, so. Aber ich finde diese Little Britain Sketche, die ich ja echt liebe, das war mein Humor als Kind, so, und da, wo sie Blackfacing betreiben und auch wo sie sich als Transmenschen präsentieren, das ist ja eigentlich nicht abwertend gemeint. Sie machen sich eher über diese Kulturen, also über das Blackfacing an sich lustig. Sie sind ja keine echten Schwarzen in den Sketchen, also in den meisten zumindest, wo sie halt diese beiden Straßenbettler sind. Da sind sie ja, da spielen sie ja, weil sie die Blackfacing betreiben. Und das wurde ja auch kritisiert, aber sie halten ja einen Spiegel vor. Hm. Und auch dieses transsexuellen Ding hier, oh, mein Name ist Emily Howard, ich bin eine Lady. Obwohl die halt einen Schnauzbart trägt, so. Es ist doch irgendwie auch witzig gemeint. Hm. So, weißt du? Also da kommen wir halt auch zum nächsten Punkt, was auch übelst viele unter den Kommentaren geschrieben haben, unter dem Jenna Marbles Video. Du kannst halt überhaupt nicht 10 Jahre lang Videos machen und dann keinen offenden, so. Es gibt immer jemanden, es gibt doch, komme ich gleich zum nächsten Thema, Alter, für was Leute sich herablassen, irgendwie hässliche Kommentare im Internet zu schreiben, was Leute offendet. Und einfach, können wir das ein für alle mal klären, ob das jetzt okay ist oder nicht. Und diese ganze Cancel Culture, Alter, ich kotze, ich kann es nicht mehr sehen. Auf der anderen Seite finde ich, dass sie es auch enabled, weil du kannst dich nur canceln lassen, wenn du es zulässt. So, das kann nicht sein, also es geht einfach nicht. Leute sagen jetzt hier, du wirst gecancelt und du sagst halt einfach, nein, ich mache halt weiter, fick dich. So. Das wäre halt meine Reaction. Und ja, aber man kann schon dem so ein bisschen entgegenkommen und sagen, okay, das war vor 10 Jahren uncool. Wie heißt denn der Typ, der sollte die Oscars oder so Ricky Gervais? Nee.
moderieren. Das war, ist auch so ein schwarzer Comedian, der wohl mal vor 10 Jahren, Kevin Ja, irgendwas Kevin heißt der, Hart war es, Kevin Hart, ja. genau, der auch vor 10 Jahren sich homophob geäußert hat, so. Was uncool ist, mega uncool. Aber er hat ja dann geschrieben, nach dieser Cancel-Kultur auch, die ihn ereilt hat, dass es nicht in Ordnung war, dass er seine Meinung geändert hat und dass er das nicht mehr schreiben würde und nicht mehr sagen würde. Und ab dann muss ich dann auch sagen, okay, man kann ihm doch auch mal verzeihen. Man muss es nicht vergessen, man kann ihn gerne daran erinnern, aber man kann doch sagen, okay, er hat es eingesehen, jetzt geht's weiter. Jetzt kann er gerne von mir aus nächstes Jahr die Oscars moderieren. Weil das Ziel ist es ja auch, Menschen zu überzeugen, nicht homophob zu sein, nicht rassistisch zu sein. Wenn du ihnen aber nicht die Chance gibst, sich zu bessern und sich zu verändern, dann bringt das ja alles nichts. Da kannst du die ja nur ins KZ stecken und töten, wenn die einmal Mist gebaut haben. Das will ja keiner. Ich sag's, wie es ist, Tino. Du stehst immer mit deiner Sturmmaske an vorderster Front und klatschst die Polizisten zusammen mit deinem schwarzen Block. Deswegen ist auch meine Brille ruiniert und hier meine Platzwunde am Knöchel. Spring da mal wirklich in den Schützengraben und mach da mal was. Ich glaube wirklich, dieses ganze Cancel-Culture und dieses Echauffieren und dieses Übersensible, was dann auch von rechts wiederum diesen Begriff der Snowflake etabliert hat. Wobei ich finde, dass zum Beispiel Trump ist die größte Snowflake, die es gibt, weil der bei allem, was irgendwie ihm gegen den Strich geht, oh, da ist er gleich super empfindlich. Aber genau dieses, ich glaube, das ist der Hauptpunkt, warum halt viele Leute dieses eher so mittig ansehen, dieses von links halt irgendwie richtig dumm finden. Weil das einfach ein Step zu weit ist. Ich verstehe es wiederum, wenn man zum Beispiel, guckt, die Demonstranten in Amerika, die haben zum Beispiel gesagt, defund the police, ja, also der Polizei den Geldhahn zudrehen sozusagen. Und das klingt erstmal super radikal. Das steckt aber den Goalpost, sagt man, also das Ziel steckt das so weit nach außen, dass die Leute quasi gezwungen sind, auf die zuzugehen. Und sich irgendwie in der Mitte zu treffen, wenn sie aber von Anfang an sagen würden, wir wollen nur, dass Polizei ein bisschen mehr bestraft wird, so, dann ist halt dieser Anfangsclaim nicht so weit außen, dass man nicht so weit auf die zugehen muss. Das ist So, es, genau. das ist richtig, aber das kann nicht darin münden, dass eine Jenna Marbles vor der Kamera, die ist mir völlig egal, ne, aber dass sie vor der Kamera heult, weil sie vor 10 Jahren mal ein Video gemacht hat, was vielleicht heutzutage nicht mehr so cool ist. Dann soll sie nicht so rumheulen, weißt du? Ja, Das ist aber ihr nee, Problem. aber das kommt ja daher, dass die Leute auf Twitter sich zusammengehortet haben, auch wieder nur eine stille Minderheit, eine laute Eine ganz Minderheit, stille Minderheit, ja. eine laute Minderheit und sie halt übelst harassed haben und das kann es nicht sein. Das ist die eine Scheiße, die ganz, also ich merke es halt auch in Gesprächen von Leuten, die ein bisschen rechts sind, aber viele linke Sachen auch nachvollziehen so. Aber dieser Punkt ist halt bei vielen Leuten immer dieses nee, Alter, es geht mir diese Political Correctness und so. Das ist der Punkt, der die meisten abschreckt. Und da muss der Leider. Hebel angesetzt werden. Man kann nicht alles in jedem. Kann nicht links auch sagen, ey, wenn die komischen, verschwurbelten Waldorf-Leute gegen Corona protestieren auf dem Theaterplatz, dann treten wir denen mal die Knie raus. Das wollen die machen, meinst Ja. du? Die Knie Da hört die raustreten. Toleranz halt auf. Ach so. Ja, also es sind ja nicht mal nur Linke, die rechten Verschwörungsschwurbler da verurteilen. Man kann ja auch mittig sein Das und das war jetzt tun. auch nur völlig übertrieben, um das irgendwie zum Abschluss zu bringen. Du weißt doch, was ich meine, oder? Das ist einfach. Das ist halt auch der Punkt, der mir übelst auf den Sack geht. So. Naja, aber Ich du bin weißt doch auch, all for it, ja? und du weißt ja auch, dass Toleranz ja auch irgendwie da aufhört, wo andere halt irgendwie gefährdet werden, wo die Freiheit der anderen eingeschränkt wird. Ja, aber warum kann man nicht sagen, ey, Jenna, guck mal, da ist ein Video, das ist vielleicht aus heutiger Sicht nicht mehr so geil. Warum muss man sagen, Alter? Lösch dich aus dem Internet raus. Was hast du denn da gemacht? Hashtag Du lösch darfst dich. nie wieder was hochladen. Du wirst gecancelt, Alter. Wir sagen all deinen Sponsoren Bescheid, dass die abspringen. Das ist halt was ganz anderes. Und Ja, das dieses ist Toxische, richtig. da, ich kann's nicht mehr, Alter. Ja, weil man vermutlich sich denkt, dass sie damals dafür nicht bestraft worden ist. Es ging ihr halt irgendwie durch, dieser Rassismus, der ihr vorgeworfen wird, und man jetzt halt nach 10 Jahren das so ein bisschen nachholen möchte. Ist halt auch ein Unterschied, ob man mit Absicht rassistisch ist oder halt bösartig oder ob man Ja. aus Versehen irgendwie was macht, was Leute offendet. So. Ja, ich finde es ja auch schwierig. Ich weiß es nicht. Und deswegen zurück zu meiner Ursprungsfrage: Darf man jetzt gar nicht mehr irgendwelche anderen oder sagt man ein anderes Land, ja? Darf man jetzt wirklich nur noch das eigene Land aufs Korn nehmen, sozusagen und parodieren? Eigentlich nicht. Also, wenn es auf Augenhöhe passiert und man auch selbstironisch Ja, wer umgeht. legt denn das fest, ob es auf Augenhöhe ist? Keine Ahnung.
Also ich finde das Konzept von Raka Raka Ali nach wie vor richtig gut. Der verarscht einfach alle. Ja. Da kann halt keiner sagen, oh, jetzt du hatest mich. Nee, er hatet halt alle Das, durchgehend das, so. ja, ich kenne das Argument ja auch von Sadders und Mundschuh, der ja auch sehr viel von Linken oder von sehr korrekten Menschen gehasst wird, weil er halt diese Vorurteile nochmal aufschürt und aufgreift. Und man will ja eigentlich Vorurteilen entgegenwirken. Und wenn dann so jemand kommt wie so Mundschuh oder keine Ahnung, dann werden diese Vorurteile ja wieder rausgeholt und treten in den Vordergrund, was man vermeiden möchte. Auf der anderen Seite sind oder spielen solche Gags ja auch auf die verschiedenen Kulturen an, die es auf der Welt gibt. Und wenn man diese Vorurteile so völlig missachtet, die es ja gibt und die auch manchmal nicht ganz unwahr sind, dann will man doch eigentlich indizieren, dass alle sehr westlich werden, oder? Dass wenn man sagt, alle Inder tragen einen Punkt auf der Stirn oder haben so einen lustigen Akzent, das ist ja jetzt nicht irgendwie aus nichts hervorgeholt. Das ist ja nun mal eine Sache, die viele Inder betrifft. Die haben so einen lustigen Akzent oftmals und haben dann einen Punkt auf der Stirn. Es sind halt auch nicht alle, aber Nee, nicht alle, wer aber. sagt denn, wenn ich einen Inder darstelle, dass ich gerade alle Inder darstelle? Das ist Genau, ja auch das ist Quatsch. halt der Punkt. Und wenn du aber jetzt auch in der TV-Serie jetzt alle gleich darstellst, dann ist ja die Erwartungshaltung, dass alle sehr westlich und amerikanisch wirken. Und das ist doch dann irgendwie. Das ist auch langweilig. Das ist ja auch Das ist ja langweilig. gerade geil. Also zum einen finde ich den Ansatz gut, einfach das nicht mehr so oft zu thematisieren. Alles. Weil wenn man immer wieder sagt, guck mal, das ist rassistisch, das ist rassistisch. Also, Und manchmal das sollte macht's. man natürlich auch sagen, aber weißt du, was ich meine? Dadurch, dass man immer wieder das thematisiert, wird es ja auch nicht weg, oder? Man sollte einfach halt alle wie Menschen behandeln und nicht immer sagen, ey, Richtig, so. wie du sie halt behandelst, das muss im Vordergrund stehen. Und es macht ja auch manchmal so diese asiatischen Mitmenschen aus, dass sie halt sehr höflich sind, ja, sehr freundlich sind. Es macht einen Homosexuell manchmal aus, dass er so ein bisschen feminin Das ist halt ist. das Ding, Weißt du, das. dieses Klischee gibt es halt auch über Kanadier. Und da ist es voll okay zu sagen, oh, Richtig. ich bin Kanadier, ich bin so nett, haha. Aber wenn es dann irgendwie, nur weil die anders aussehen, darfst du es dann plötzlich nicht mehr. Richtig, Dann ist und es ja. Und verwerflich. es ist ganz dünnes Eis, ich weiß, und ich will auch jetzt nichts hier Es sollte halt kein lostreten, dünnes Eis sein. aber es geht halt nur darum, dass man ja auch die Liebenswürdigkeiten so und die kleinen Ticks verschiedener Menschen und Kulturen auch wahrnimmt und auch darstellen darf, aber nicht unter der Prämisse, dass alle so sind. Nicht alle Schwulen sind irgendwie feminin und tuntig, nicht alle Asiaten sind immer hilfsbereit und freundlich, ja, es ist halt so ein Klischee und Vorurteil, was okay ist, es manchmal darzustellen, aber es ist halt nicht, es trifft nicht auf alle zu. Das kann man noch sagen. Und nicht alle Deutschen sind Nazis, aber ich finde es halt okay, dass man in Filmen manchmal die Deutschen als narzisstisch darstellt. Das finde ich okay, weil es manchmal auch zutrifft. Aber alle Fetten sind ungesund. So, nächstes Thema. Genau. Es ist Wir ganz, sind halt ganz schon über die schweres. Zeit, aber ich muss hier das noch loswerden. Ja, ich will nur sagen, es ist ganz dünnes Eis und ich meine es auch alles nicht so, dass jetzt. Ich will keinen über den Kamm scheren, aber manche Kulturen sind. Also Kulturen sind ja unterschiedlich. Das macht ja Kulturen aus. Und es ist okay, das manchmal auch darzustellen. Aber nicht alle sind so. Und man muss jeden individuell wahrnehmen. Das ist die Message, die ich raushauen will. Und Fällt da mir ist verschreckt die der. Scheiße zu Boden, ey. Richtig. Das war so ein kleiner Kacke-Kloß. So, Oh Mann, ey. warum bin ich eigentlich so fertig und warum habe ich die Woche auch so ein bisschen unstrukturiert verbracht, weil ich The Last of Us sehr viel gespielt Immer habe. noch, ja. Jetzt habe ich es natürlich durchgespielt und Nicht spoilern. Ich will es vielleicht noch spielen, Robin. du wirst es wahrscheinlich nicht spielen. Vielleicht gehe ich auch kurz in den Spoiler-Talk dann noch gleich rein, weiß ich nicht, wenn das für dich okay wäre und Das für ist die mir völlig Zuschauer. Aber scheißegal. Ich jetzt habe es erstmal eh wieder völlig, vergessen. völlig spoilerfrei. Ich habe mich komplett ferngehalten von jedweder Internetdiskussion, bis ich es durch hatte. Habe aber am Horizont schon mitbekommen, dass es da halt einen Shitstorm gibt. So. Und ich nehme jetzt als Disclaimer vorneweg, ey, ihr habt alle ein Recht auf eure Meinung. Das ist völlig legitim. Aber. Aber aufgrund des. Also es ist auch für mich einfach unterhaltsamer, wenn ich jetzt hier richtig schön abrante, ja. Und ich sage ja auch nur meine Meinung, wenn ich sage, eure Meinung ist falsch. Und deswegen vorneweg sei gestellt, ihr dürft das Video, das Spiel natürlich finden, wie ihr wollt. Aber. Aber, aber, fuck off, wenn ihr so dumme Hurensöhne seid, wie die, von denen ich jetzt berichte. Also, ich habe das Spiel durchgespielt. Es ist meiner Meinung nach kein 10 von 10 Spiel.
Der Shitstorm entwickelt sich daraus, dass die internationale Spielepresse es so bei 9,5, glaube ich, eintaktet oder 9,4 von 10. Metakritik ist da halt so ein Ding, was alle weltweiten Wertungen zusammenfasst und dann quasi einen Durchschnitt errechnet. Ja. So, da gibt es dann von den Wissenschaftlern, wollte ich schon sagen, von den Presseleuten, die offiziellen, sage ich mal ganz vorsichtig, die Wertung von 9,4 oder 5. Und dann gibt es aber noch die User-Wertung. Und die User-Wertung ist zum letzten Standpunkt, als ich geguckt habe, bei 3,9 gewesen. Das ist schon ein eklatanter Unterschied, kann Richtig. man sagen. Und ich habe dieses Spiel durchgespielt und alles, was unterhalb von 5 von 10 ist, ist absolut ungerechtfertigt. Das ist deine Meinung. Es ist halt wirklich objektiv so. Es ist wirklich so. Es ist das bestaussehendste Spiel auf der PlayStation 4. Weil es ja auch am Ende des Zyklus ist. Alleine das, ja, da sind so viele Details drin. Man kann halt nicht sagen, oh, die Story gefällt mir nicht, also ist dieses Spiel eine 0 von 10. Das haut halt einfach nicht hin. So, und jetzt pass auf. Ein großer Kritikpunkt, der immer wieder, ist natürlich nicht der Hauptkritikpunkt, aber damit du mal siehst, wie absurd das teilweise ist. Ein Kritikpunkt ist, da ist eine zweite Figur, die hat sehr große Muskeln und ist weiblich. Und die Leute, wenn ihr anfangt, im Internet zu diskutieren, wie logisch das ist, dass diese Person diese Muskeln hat in der Apokalypse, dann ist einfach etwas falsch mit euch. Kein anderes Spiel, ich habe das so verfolgt jetzt, ich habe wirklich auch, es gibt ein Subreddit, The Last of Us 2, wo wirklich nur Hate gesammelt wurde. Und ich habe es mir durchgelesen, ich habe versucht, das nachzuempfinden. Ich habe das noch nie so wenig nachempfinden können, wenn jemand... Also so, da ist so eine laute Masse, wahrscheinlich trotzdem auch eine Minderheit, weil das Spiel hat sich innerhalb von 3 Tagen 4 Millionen Mal verkauft, was ein krasser Rekord ist. Aber wenn da angefangen wird zu sagen, oh, in der Apokalypse, da gibt es gar nicht so die möglichen Zeiten da, dass du so einen Trainingsplan hast und so viel pumpst. Du siehst halt im Spiel, dass da ein Fitnessstudio ist, was sie regelmäßig besucht und auch ein straffer Trainingsplan und so. Aber es ist völlig egal, wenn man anfängt, über so eine sinnlose Scheiße zu diskutieren. Also ist es schon realistisch, dass diese Person Muckis hat eigentlich? Sie ist wohl nach einer MMA-Kämpferin nachgebaut, die auch so aussieht. Ja. Aber, also egal. Wenn halt ein Argument ist, Frauen können so nicht aussehen, dann weißt du halt, das ist ja da Quatsch. Ist nicht viel Substanz. Das ist Quatsch, ja. Es gibt natürlich noch andere, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, es gibt auch Leute, die absolut berechtigte Kritik haben, es muss nicht jeder gefallen. Bei mir hat das Spiel absolut funktioniert, würde ich gleich nochmal, wenn ich spoilere, drauf eingehen. Das wird dann in den letzten Minuten sein, da könnt ihr dann abschalten. Der Punkt ist, auf der einen Seite sagen die Leute, Fanservice ist so scheiße, wenn ich nur das kriege. Also weißt du, wenn irgendwas passiert, weil man genau weiß, oh, die Fans freuen sich. Und dann passiert aber was anderes und dann regen sich auch alle auf, wenn was Unerwartetes passiert. Und für mich war auf jeden Fall ab dem Punkt, als ich erfahren habe, dass Teil 1, das ist ja der zweite Teil, um den es jetzt hier geht, Teil 1 und der DLC des ersten Teils, dass das alles vom gleichen Writer ist. Es ist nicht wie bei Star Wars, dass zwischendrin die Writer gewechselt haben und eine andere Vision sozusagen ausgelebt wurde. Nein, es ist von Anfang an der gleiche und da fuck off, da kann der mit seinem Scheißprodukt und mit seinen Charakteren machen, was er will. Und ob das jetzt, das muss dir nicht gefallen, aber du bist nicht entitled, das zu bekommen, was du verlangst, so. Weil das wäre ja langweilig. Immer noch seine, du kannst auch nicht zu J.K. Rowling sagen, ich wollte, dass Harry Potter am Ende der große Held ist. Das ist halt ihre Vision und sie kann halt machen, was sie will. Ja. So. Das muss dir nicht gefallen. So, und dann gibt's halt auch noch das Ding, da hatte ich drüber berichtet, dass einer, der vermeintlich ein Mitarbeiter war, der halt irgendwie schlecht behandelt wurde, das geleakt hat vor 1-2 Monaten. Stimmt. Genau. Und daher, ich glaube, dass das einfach ein Riesenpunkt ist, warum die Erwartungshaltung schon so eine Grundaggression hatte. Weil es ist nicht so eine zivilisierte Diskussion gerade im Internet von wegen, oh, ich mag das nicht, weil, sondern du bist schlecht, wenn du dieses Spiel magst. Du bist schlecht, wenn du dieses Spiel nicht magst. So, das ist halt auch dumm. Jeder hat das Recht, das nicht zu mögen, aber es ist auf jeden Fall keine 3 von 10 oder so. Das Spiel ist technisch super, das ist grafisch super, die Story muss dir nicht gefallen, aber auch das, Alter, Teil 1 hatte im Grunde gar keine Story. Wenn du so willst, kannst du Teil 1 runterbrechen als, da geht ein Mann mit einem Mädel quer durch Amerika, um vielleicht eine Impfung zu bekommen, weil sie immun ist. Das ist die Story. So, das kannst du bei diesem zweiten Teil nicht machen, das so runterbrechen in einem Satz, weil es viel komplexer ist. Und
Was aus den Leaks sich ergeben hat, ist, dass am ersten Tag, das Spiel dauert mindestens 25 Stunden, bis man es durch hat. Auch auf leicht so. Ich habe 40 gebraucht, weil ich auf Survivor gespielt habe, auf der schwierigsten Stufe, was ich jedem nur empfehlen kann. Denn das ist ein apokalyptisches Spiel und dann willst du halt auch dieses Gefühl haben von wegen, oh, da ist gerade eine Pistolenkugel, Alter, die ist übelst wertvoll. So, und das hast du halt nicht, wenn du da auf leicht durchrennst, dann wird natürlich auch das Gameplay repetitiver, wenn du durchrennst und einfach alle niedermetzelst und zum nächsten Areal so. Egal, daraus hat sich ergeben, der erste Tag, an dem Reviews erlaubt sind, noch bevor es überhaupt möglich wäre, das durchzuspielen, waren 15.000 schlechte Bewertungen da. Ohne, dass Leute die Möglichkeit hatten, dieses Spiel durchzuspielen. So, und das ist halt auf jeden Fall ein Punkt, der so richtig bescheuert ist. Weil sie es nicht geschafft haben vielleicht. Die halt durch die Leaks, das haben halt viele gelesen, wussten, was passiert. Aber es ist ja was völlig anderes, wenn du liest, okay, das und das passiert, oh, das gefällt mir aber nicht. Außer, ist ja was anderes, als wenn du siehst, wie es passiert und wie dann die Geschichte weitererzählt wird und ob es sinnvoll ist oder nicht. So. Also, mega dumm. Für mich sind da auch viele dabei, die einfach vielleicht zu viel von irgendwelcher Drecks-Marvel-Scheiße, weißt du, dieses, wo du immer weißt, was passiert. Am Ende sind alle glücklich und ha, alles ist toll. Vielleicht habt ihr einfach das zu sehr euch in euch reingestopft, dass ihr das jetzt nicht mehr verkraften könnt. Ich find's super gut. Ich würde jetzt vielleicht kurz die Woche machen und dann sag ich noch ganz kurz spoilermäßig. Gerne, machen wir so. Dann können die Leute abschalten, die gar keinen Bock haben auf Spoiler. Also ich gebe der Woche eine hohe Zahl, aber auch nur mit den Sachen, die noch von letzter Woche übrig geblieben sind, mit Rick Astley. Das müssen wir groß bewerten, auch wenn es eine kleine Sache ist, aber wir sind hier Brennpunkt Internet, ja? Ja. Und das mit dem Lockdown für die Fleischfabriken und dieser Gebäudekomplex, der einfach eingesperrt wurde mit Polizeipatrouille davor. Trumps Wahlkampf, der fehlgeschlagen ist. Ja. Großes Ding. Robbie Williams ist für mich ein Riesending. Ja. Wirklich. Anonymous versus Attila Hildmann. Da geht schon einiges. Also und auch persönlich, ja, meine Brille ist broke. Also meine Instagram-Follower haben es schon gesehen. Echt, ich war mit Vince unterwegs, so mit Vincent, Dudelsack. Und hab ihm noch gesagt, ja, ich will mir Kontaktlinsen so holen und eine neue Brille mal sehen. Die ist auch schon 5 Jahre alt. Und dann war ich zu Hause, will die putzen und sie bricht in zwei. Als wäre ihr Herz gebrochen. Oh, so war es während der Unterhaltung. Und ich saß erstmal da, so völlig desillusioniert. Ist gerade nicht passiert, weißt du? Weil meine Ersatzbrille ist auch schon kaputt. Irgendwie habe ich bei einem Umzug mal verloren. Das ist aber ein schlechtes Konzept mit dieser Ersatzbrille, wenn du nicht immer eine hast. Und jetzt habe ich halt irgendwie für 3 Wochen keine Brille, weil der Optiker braucht halt irgendwie 3 Wochen, um die zu schmieden mit so einem heißen Brenneisen. Ja. Weil ich halt hab echt. Mit dem Feuer des Schicksalsberges, ne? Ja, ich habe halt so ganz Hörer komische Wunsch. Augen. Ganz komisch. Also mein linkes Auge hat so eine ganz komische Krümmung. Und deswegen brauchen die 3 Wochen, um mir die beiden Brillen, die ich jetzt zurechtzuklöppeln bekomme, genau, und Kontaktlinsen auch noch oben drauf. Und hab die jetzt so ein bisschen geflickt. Kann man nicht hören. Jedenfalls mit so Tape irgendwie. Und es sieht furchtbar aus. Und ich seh nichts. Ich habe noch Seminare die nächsten Wochen, wo ich da nichts sehen werde. Es ist großartig. Ich hasse mein Leben. Aber ich ziehe um in 2 Tagen. Und es ist für mich persönlich eine ganz tolle Zeit. Okay. Ich hasse mein Leben 8 von 10. 8 von 10, echt? Ich würde auf 8 von 10 gehen. Also ich finde, du hast es halt nicht mitgekriegt. Ich zeig dir die Bilder nochmal mit diesem abgesperrten Gebäudekomplex. Das ja, ist schon, gut. Okay. 8. Es ist schon echt. Ich hinterfrag's nicht, weil ich einfach keinen Bock habe. Außerdem, der Shitstorm hat mich echt mitgenommen. Das ganze Spiel hat mich mitgenommen. Es hat halt auch funktioniert. 8 von 10, sagen wir. Schaltet jetzt ab, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt. Genau, bis zum nächsten Mal. Ja. Ich werde das Spiel wahrscheinlich Hasen. Auch im Stream mal zocken. Ich probiere gerade, ob ich das hinkriege, mit der PlayStation am Computer zu spielen, mit so einer App. Und mache einen Run ohne Kills. Wie heißt das denn? So eine Capture-Card, ne? Heißt das, glaube ich? Nee, also ja, mit PlayStation brauchst du halt keine Capture-Card. Da kannst du über Internet quasi, über so eine App. Ich versuch's mal gucken. Ah, okay. Und nicht vergessen, wenn ihr Last of Us durchgespielt habt, die Folge heute nachholen. Also den letzten Teil nachholen. Ja, das ist ganz wichtig, den letzten Teil. Ich mach's auch nicht mehr allzu lang, aber okay, du wirst es wahrscheinlich eh niemals spielen. Nee, also sind wir mal ehrlich. Ich hör zu. Und andere haben es vielleicht schon gespielt. Pass auf, also der Twist ist, du spielst 2 Charaktere im ersten Spiel. Joel und Ellie. Joel ist die Vaterfigur, ja. Und Ellie ist die immun ist und die reisen durch die ganze Welt, um eine Impfung auf der anderen Seite der vereinigten Staaten kann man eine Impfung ausgerechnet. Herstellen. So, dann erfährt Joel aber, oh, für diese Impfung muss Ellie sterben. Das bringt er nicht übers Herz, ist egoistisch und sagt, nee, fuck off, ich nehme die jetzt mit, scheiß auf eine Impfung für die Menschheit. Warum muss sie sterben? Weil ihr Gehirn irgendwie aufgeschnitten wird, um daraus eine Impfung
zu gewinnen. Okay. Impfung übrigens, weil das hatte ich mal erzählt, dass so ein Pilz, den es auch in echt gibt, auf den Menschen übertragen ist. Also den Pilz gibt es in echt, der besetzt Insekten und steuert die dann so fern. Ach Hier ist ja, es auf die stimmt. Menschen übergegangen und Ellie ist halt diejenige, die immun ist und aus ihr könnte man quasi eine Impfung machen. Joel ist egoistisch, sagt, nee, das mache ich nicht. Es ist auch klar, dass Ellie das wollen würde, dafür sterben, damit ihr Leben einen Sinn hat. So, das ist Ende erster Teil. Also weiß sie es nicht, dass sie sterben müsste dafür. Sie weiß es nicht, aber es ist schon klar, dass sie es wollen würde. So, sie ist dabei halt bewusstlos und er holt sie vom Chirurgentisch und er schießt den Chirurgen und er schießt alle Leute da. Ja, So, voll zweiter krass. Teil. Ja. Diese Leute, die übrig geblieben sind, wollen sich daran rächen, besonders halt die Tochter von dem Chirurgen. Und innerhalb der, ich glaube, der ersten oder zweiten Spielstunde wird Joel mit einem Baseballschläger zermatscht. Nee, mit einem Golfschläger. So. Ist halt eine übelst beliebte Figur, die Ja. einfach direkt getötet wird. Ja. Das wurde auch vorher nicht gezeigt, in den Trailern und so, was ich halt voll gut Cool, finde. das ist Die cool. Leute sagen halt jetzt, das ist irreführende Werbung. Ich sage halt, Alter, ich will doch nicht. Die so eine Story gespoilert kriegen. Auf der einen Seite regnen sich Leute über Spoiler auf der anderen Seite sagen so, rührende Werbung. Es drehen sich die Leute, wie sie es wollen. Es ist so dumm. Es ist ein mutiger Schritt. Wie gesagt, der Typ hat die ersten Teile auch gemacht. Der kann von mir aus machen, was er will mit seinen eigenen Figuren. Er entscheidet sich dazu, er tötet Joel. So. Ich fand es nicht schlimm. Ich fand es voll okay, dass das passiert. Aber ganz viele sagen halt, das ist voll gemein, so eine beliebte Figur zu stellen. Das ist auch so ein Schwachsinn, Alter. Das ist so ein Schwachsinnsargument. Nur weil eine Figur beliebt ist, darf die nicht sterben. Das ist echt so dumm. Also keine Ahnung, da haben die Leute wahrscheinlich noch nie eine Serie geguckt oder so, in der es ein bisschen um was geht. Egal. Und dann zieht Ellie auf den Rachefeldzug. So. Was ich am Anfang ehrlich gesagt ein bisschen eine schwache Motivation fand, quer Rache, durchs Land. Rache, Rache, ja. Genau, das ist auch so ein bisschen das Thema Rache und Vergebung. Jetzt kommt aber der Twist, den die meisten Leute aufregt. Die Person, die Joel wiederum tötet, spielst du in der zweiten Hälfte komplett selbst. So, du bist halt, du gehst mit Ellie in eine Stadt, Seattle, Tag 1, Tag 2, Tag 3. Dann gibt es einen Schnitt, als die beiden sich treffen, und plötzlich fängt es wieder von vorne an. Du spielst wieder Tag 1, Tag 2, Tag 3, aber aus der Sicht der Mörderin, Ah der ja. Tochter von dem Chirurgen. So, die halt sehr muskulös ist, die vielleicht auch trans ist, was halt nicht so ist, aber weil die so muskulös ist, muss die ja trans sein. Die Die muss hat ein ein, Mann sein, ja, keine ja, Frage. also solche Kritikpunkte. Dann gibt es auch eine Sexszene, die übelst viele Dislikes auf YouTube hat, weil sie halt Männerbrüste hat. So ist mir auch aufgefallen, dass das halt so aussieht. Ja, aber deswegen halt ein Fass aufzumachen, ist so dämlich. Das ist wirklich so dumm. Und so, dann spielst du sie halt und am Ende treffen sie wieder aufeinander. Und es ist ein bisschen komplexer als das. Es ist wirklich schwer zusammen. Also sie treffen einmal aufeinander. Und diese andere Person, die Mörderin, an der du dich eigentlich rächen willst, überwältigt dich und sagt dann, ey, ich verschone dich und geht weg. Hat sozusagen ihren Abschluss damit. Ja. So. Aber Ellie hat, also die Hauptfigur eigentlich, die hat nicht diesen Abschluss, also zieht sie nochmal los, obwohl du denkst, das Spiel ist vorbei, zieht sie nochmal los. Und dann in einem finalen Kampf stehen sie sich gegenüber. Und bei mir hat das Spiel genau geschafft, was es wahrscheinlich wollte. Dass ich dann in diesem Kampf jedes Mal dachte, Alter, ich will das hier gerade gar nicht. Ich will, dass die sich gerade gar nicht umbringen. Geil, ja. So, sie haben es geschafft, dass diese Person für mich rehabilitiert ist. Im Grunde sind beide gleich. Die will sich ja auch nur rächen für den Tod an ihrem Vater. So, eigentlich haben beide genau die gleiche Motivation. Nur die eine Person kennen wir halt schon ein Spiel länger. Und deswegen regen sich die Leute halt auf, weil natürlich sind die der Verbundene. Und die andere Person sieht halt nicht super ästhetisch aus, ist für mich das gleiche, wie was ich auch schon mal gesagt habe, dieser Miley Cyrus Shitstorm mit Wrecking Ball. Hätte die nicht sich die Haare kurz geschnitten und hätte ausgesehen wie Hannah Montana, wäre auch da der Shitstorm kleiner gewesen, bin ich sehr überzeugt davon. Egal, ist halt keine super ästhetische Frau für viele, sag ich mal. Für mich jetzt auch nicht, aber ich kann halt darüber hinwegsehen. So. Ja. Ich muss nicht irgendwie jeden Spielcharakter super ästhetisch finden. Habe jetzt auch nicht so Bock, fette Charaktere zu spielen, sage ich mal, ja. Aus Das ist irgendeiner klar. Agenda raus. Keine Frage, ja. Aber da irgendwie jetzt Agenda zu vermuten, es gibt auch einen transvestitischen, oder also nicht wirklich. Es gibt halt ein Mädchen, was gerne ein Junge wäre in dem Spiel. Aber halt auch nur so ganz nebenbei. Es ist jetzt nicht wirklich, dass das dir so in die Fresse gedrückt wird. Ey, guck mal hier übrigens. Da wird sich auch drüber aufgeregt. Aber der Hauptgrund ist so dieses, dass du halt diese böse spielst, dass du gezwungen wirst, dich mit ihr irgendwie auseinanderzusetzen. Wie gesagt, bei mir hat es halt super funktioniert, dass ich am Ende diesem Kampf, ich habe mich ganz oft selber umbringen lassen,
einfach nur um zu gucken, ob es nicht eine andere Möglichkeit gibt. Hm. Aber du musst es halt machen. Und am Ende trifft sie tatsächlich die Entscheidung, sie zu verschonen. Beide leben. Und da nächster Knackpunkt. Das kann nicht sein, die ist jetzt die Meilen weit gelaufen, um die umzubringen. Und dann frage ich mich aber, was ist denn das für eine Geschichte? Du fängst an, ja, ich räche mich an der. Und am Ende rächst du dich an der. So. Dann wäre es halt keine Geschichte, da ist kein Bogen, da eben, das hast du, dann guck halt John Wick, der hat halt überhaupt keinen Tiefgang, das ist einfach nur Action, ich liebe John Wick, ja, aber garantiert nicht für die Story, so. Und, nein, so wird halt eine Geschichte erzählt und nicht einfach nur, ja, okay, die war böse und jetzt bestrafe ich die, so. Wenn Ellie die am Ende getötet hätte, hätte dieser ganze zweite Teil überhaupt keinen Sinn gemacht, die zu spielen. Das wäre nicht Last of Us. Genau, und das ist halt auch der Punkt. Last of Us war noch nie irgendwie super happy, wo sich auch Leute drüber aufregen, oh, das ist ja nur düster, das ist ja nur düster, das ist übelst gemein. Das war auch schon immer nur düster. Und es ist einfach dumm. Also wirklich, es ist das gleiche Problem wie damals Metal Gear Solid 2. Da hat Hideo Kojima, die geile Figur ist Solid Snake, ne? Übelst beliebt von Teil 1, weißt du Bescheid. Genau, klar. So. Hideo Kojima hat genau den gleichen Move gemacht. Es gibt einen kleinen Anfangslevel, wo du Solid Snake spielst und dann switcht das Spiel und plötzlich spielst du Raiden, so ein übelst femininer Typ, ja, der auch übelst gehasst wurde und jetzt 10 Jahre setzen lassen, ist dieses Spiel sowas von beliebt, das ist so, oh, das ist so genial, dieser Move und so. Das ist ganz oft so. Aber am Anfang gab es auch einen riesen Shitstorm, oh, warum soll ich jetzt hier dieses androgyne Dreckswesen spielen? Oder auch Schwuchtel genannt. Ja, naja, also wirklich, das ist... Das brauchte man ein bisschen, ja. Das ist ganz oft so. Ja, also ganz ehrlich, ich find's gut. Ich versteh's. Was man auf jeden Fall kritisieren kann, ist, das Spiel macht halt, dass du eine Figur spielst, die Dinge tut, die du eigentlich selber nicht machen würdest. Das habe ich halt mehrfach gemerkt und meinte dann für mich auch so, okay, ist das jetzt eigentlich gerade gut? Aber warum muss ich auch immer eine Figur spielen, mit der ich mich 1:1 identifiziere? Das ist auch Quatsch. Ja. Also, keine Ahnung, ich identifiziere mich auch nicht mit Niko Bellic aus GTA 5 so wirklich, der halt massenhaft irgendwie Leute foltert oder sowas. Niko Kommt Bellic? Neuer Redakteur, hallo? Hallo. Was, Niko aus GTA 5? Aus GTA 4. Ach, du hast 5 gesagt. Hab ich? Ja. Ich meinte 4. Und 5 habe ich gespielt. Trevor aus GTA 5. Genau, ja. Identifiziere ich mich auch nicht mit, aber macht halt Spaß, den zu spielen. Ja, so. Keine Frage. So. Und für mich hat es funktioniert, es muss nicht für jeden funktionieren. Man kann auf jeden Fall auch die Erzählstruktur kritisieren, auf jeden Fall. Es geht quasi immer weiter bis zum Höhepunkt, dann ist ein Schnitt und es fängt wieder von vorne an und der Höhepunkt wird ewig nicht aufgelöst. Aber letztendlich fand ich das auch nicht schlecht, nachdem ich es halt durchgespielt habe. Aber in dem Moment, viele Höhepunkte, ist auch toll. Es ist halt genau so, vermute ich, wie es abgezielt war, dass du so denkst, oh, was ist denn das jetzt, da übelst scheiße. Und je länger du spielst, desto besser findest du es. Und genau das passiert halt mit dieser Figur der Mörderin, dass du am Anfang sagst, Alter, ich will die gerade gar nicht spielen, ich mag die überhaupt nicht so. Und dann spielst du immer weiter und denkst so, ja doch, eigentlich ist die nicht so doof. Da wird auch manchmal so mit ein bisschen billigen Tricks gehandelt, oh, sie rettet ein Tier und solche Geschichten. Aber das ist mir dann egal. Also darüber kann ich wegsehen, dass das jetzt ein billiger Trick ist. So. Und gibt es noch einen dritten Teil irgendwann? Ist es auch offen gehalten? Also die Verkaufszahlen sagen ja. Ja. Und ich glaube wirklich, der Shitstorm ist eine relativ kleine Masse, aber die halt sehr laut ist und die angefeuert ist durch diesen, ich hätte es echt gerne gesehen ohne diese Spoiler, es wurde halt diese Erwartungshaltung geschürt, das Spiel muss scheiße sein und das schon Monate im Voraus und jetzt ist es halt auch ein übelst gutes Clickbait-Thema, wo die Leute sich schön die Finger reiben können und sagen, oh, das ist scheiße, das ja, ganz ist scheiße. YouTuber, ne? Darum hasse ich, lasse ja, was zwei ja, exakt und so. Das ja. Und das befeuert es halt übelst und es ist so dumm, man kann das Spiel doch auch einfach nicht okay finden und gut ist. Es ist halt auf jeden Fall kein 0 von 10. Ich gebe das 5 von 10 mit, wenn man die Story gar nicht gut findet und die Story Struktur das Ding auch noch braucht. Das ist halt einfach was in einem Punkt der Scheiße ist, dass man sagt, nee, 0 von 10. Ja. Alles scheiße. So, jetzt ist er aber nicht zu konnektieren. 8 von 10. 8 von 10. Ich gebe dem Spiel aber eine 9 von 10. Ich sag, ich gebe 5. Okay. Oh, so, vielen Dank fürs Zuhören. Die Musik ist so unerträglich wie diesen Mörder zu spielen. Ich muss noch arbeiten heute. Mach das.